Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wie versprochen, wir ziehen durch. Wir sind am Start mit Seven vs. White und ich freue mich unfassbar doll drauf. Wir haben jetzt hier Folge Nummer 15. Mein Spanisch reicht nicht aus. Ich weiß es leider nicht, weil ich war mal richtig gut. Okay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, trece, once, doce, trece. Ist das noch richtig? 14. Ich war mal, ey, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Seven vs. White, Panama Piraten heißt die Folge. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, aber ich freue mich sehr drauf. Wir schauen direkt rein. Check gerne meine Seven vs. White Playlist. Da habt ihr alle Behind-the-Scenes-Teile von Dave noch mit dabei, die wir uns auch noch die restlichen ansehen werden, natürlich. Die Making-of-Sachen sind da drin und die Folgen in richtiger Reihenfolge. Es freut mich sehr, dass ihr am Start seid und ich würde sagen, wir schauen rein. Let's go. Fritz. Der Mann ist so am Basteln. Der Mann hat so, sich Schnüre ein gebaut. Noch an Challenge Tag 1. Ah, okay. Gibt zwar keine Punkte für, aber ein kleines Projekt für die Familie. Ja, mal gucken, ob das was wird, so wie ich mir ein das vorstelle. Ein Bastler. Und mir ist gerade auch noch mal eins bewusst geworden. Wir können ja heute tagsüber immer wieder so ein paar Fazits machen, wenn mir was in den Kopf kommt. Den letzten Tag haben im Vergleich zu Schweden. Ist es so viel rougher und härter hier als in Schweden? 100%. Für mich auf jeden Fall sehr. Safe. Aber das liegt natürlich auch an einem Gegenstand. Wenn ich jetzt überlege, ich hätte 7 Gegenstände und ich könnte hier einen Feuerstahl mitnehmen, ein Moskitonetz, ja, eine Hängematte. Ist für alle aber Tarp, hart. Also ne, wenn wir die Regeln von Staffel 1 hätten, okay, ja, dann wäre das eigentlich kein Ding. So. Ja, okay, fühle ich den Punkt das, aber was auch. Was mich hier ja wirklich plagt, sage ich mal, sind die Sandfliegen, ist das nicht vorhandene Feuer, deswegen kann ich auch nicht auf Nahrung gehen und so weiter. Also ja, Staffel 2 ist für mich definitiv deutlich härter. Ich weiß nur nicht, ob es unbedingt an der Location liegt oder einfach an der Reduzierung der Gegenstände. Ich glaube 50-50. Ist beides. Ist für alle, auch die viele Gegenstände dieses Mal mit dabei hatten, trotzdem extrem hart gewesen. Ist für alle hart. Ey, es ist so surreal, dass das der letzte Tag ist, ne? Ich denke mal, Abholung werden wir in der nächsten Folge haben, was auch die letzte Folge ist. Oder letzte Folge ist Zusammenkommen, Besprechen. Kann natürlich auch sein. Ich bin sehr gespannt, aber es fühlt sich richtig schön an, jetzt diese Folgen, die letzten beiden, noch zu sehen mit euch. Ich finde es aber gut, weil es sind neue Erfahrungen, die ich sammle. Und das war ja auch Sinn und Zweck dahinter. Ich bin sehr gespannt, wie die anderen sich schlagen oder geschlagen haben. Und freue mich da auch schon drauf zu sehen. Vielleicht haben die auch Lösungen gefunden für Probleme, die ich habe, auf die ich nicht gekommen bin. Vielleicht haben die gar kein Problem mit irgendwelchen Sandfliegen. Vielleicht haben die gar kein Problem mit Regen oder sowas. Kann ja auch sein. Also Sandfliegen hat Fritz das größte Problem. Finden, dann kann ich von denen auf jeden Aber Fall nervt haben. Natürlich trotzdem alle, ne? Nervt trotzdem alle. Und Regen We ist bei jedem. You a Merry Christmas. Big We problem. Ey, warte mal. Es ist ja bald Weihnachten für euch. Das ja. müsste ja im Dezember laufen. Ja, das würde actually sogar passen. Ja. Die Folge also kam, glaube ich. Ist es noch kurz vor Weihnachten. Ich glaube, die Folge kam an Weihnachten. Ich wünsche euch sogar schon mal eine frohe Vorweihnachtszeit. Ey, danke, Mann. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Hätte mir dieses Bild jemand gezeigt vor der Ausstrahlung von Seven vs. Wild, ich hätte gesagt, nee. Komm, das kann doch nicht echt sein. Das ist Fake. Das ist Fake, sag ich. Das ist Humbug, sag ich. You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ich will mich aber nicht beschweren, dass wir gerade diesen Content hier von Fritz bekommen. Am Rande des menschlichen Zerfalls fängt Fritz an, Weihnachtslieder zu singen. Oh, du fröhliche. Und ich bin hier for it, Mann. Oh, du selige. Wichtig hier nochmal. Das Buch. Weihnachtszeit. Ach, habe ich nicht eine Engelsstimme, oder? Ja, schon. Na, wer kennt schon, was es wird? Sein Bett, es wird sein Bett. Sein Bett in Miniaturform. Och, das ist süß. Okay, das ist actually eine süße Idee. Auch das ist richtig süß. Nee, schön. Skinny-Magenkrämpfe wieder los. Noch einmal am letzten Tag Durchfall. Einmal nochmal alles raushauen. Alles nochmal da lassen, was geht auf der Insel.
Was denn jetzt los? Was ist denn hier jetzt los? Was ist denn jetzt hier los? Was war denn das? Hallo? Fritz, was war denn das? Sorry? Jo, das wird gut. Also Ja, ich danke hoffe, war ja irgendwie so für die ausschlaggebend. Einblicke, meine ich natürlich. Wie gesagt, Oh, das hier nee, unten. nee. Nein! Nein, nein, Das nein, ist aber nein, safe ein Pilz oder du irgendwas, kannst oder? echt aufhören, Fritz. Das muss ich jetzt Scheiße, nicht ich hoffe, ich sehen. krieg das wieder behandelt. Fritz, Ich nein. muss sagen, es sieht sehr, Oh, sehr eklig ich hab aus, Gänsehaut tut aber sogar. nicht weh. Es sieht wirklich Oder ist widerlich das ein aus. Nässebrand oder so? Ich will es nicht sehen, Fritz. Guckt euch das mal an, Nee, ey. will ich nicht. Actually Ja, auch nicht. komplett weggelöst. Reicht eigentlich. Ja, Reicht. keine Ahnung. Nee, nee, ich auch Das nicht. Gute ist, Nee. Schmerzen sind jetzt nicht so da. Wie sieht's Hör hier auf, den aus? Fuß zu zeigen. Okay, der andere Fuß. Oh. Scheiße. Auch Oh. hier der ganze Hacken ist so komisch Nee, löcherig. nee, wollen wir nicht sehen, Fritz. Ah ja, 7 Tage komplette Feuchtigkeit an den Füßen ist halt, Man sieht's. ist nicht geil, aber ich hab's nicht verhindern können. Ey, kein Ihr habt Stress. selber gesehen, mitbekommen. Ich habe sehr viel gerade gesehen, was ich nicht sehen wollte, ja. Oh, ey, ganz kurz, Fritz, halbes Monte-Cosplay hier in dieser Folge. Ich sag's, wie es ist, ja. Deutscher Monte auf einmal. Eine Sache ist mir noch in den Kopf gekommen, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt thematisiert habe, weil die wahrscheinlich bei dem einen oder anderen riesen Fragezeichen auslösen. Und zwar, ich habe die eine Palme gefällt, um mir hier dieses Dach zu decken. Warum habe ich aber nicht die. Alles klar? Warum habe ich aber nicht die Palme gefällt mit den. Was ist los? Mit wem redet er? Was ist denn los? Was macht Fritz? Fritz, mit was ist los? Was ist los? Ganzen Kokosnüssen dran. Alles klar? Das lag einfach daran, dass die Ja. so komisch oben verwachsen war in Ah. die Steilklippe rein und da noch so viele dicke Bäume drumherum gewachsen sind, dass ich überhaupt gar nicht rankam. Das heißt, ich hätte, um überhaupt erstmal da ranzukommen, glaube ich, 4 andere Bäume fällen müssen, damit ich erstmal ein bisschen Das Platz wollen wir habe, um da nicht. richtig arbeiten zu Das können. wollen wir nicht. Und dann konnte man da gar nicht richtig stehen, weil die quasi genau auf der Kante von so einer Steilklippe stand. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die kleinere weiter hinten zu nehmen, weil ich da halt ordentlich rankomme. Sonst hätte es natürlich eher Sinn gemacht, wenn ich eh schon eine fälle, die mit den Kokosnüssen zu nehmen. Aber das war da nicht so easy möglich, wie man das vielleicht hätte denken können. Das wollte ich noch loswerden. Ey, War mir danke. wichtig. Okay, danke. Ne, ernsthaft, danke. Ernsthaft. Fritz, vielen Dank. Vielen Dank. Ey, der Content wird irgendwie die letzten Folgen richtig schön. Weiß nicht. Passieren viele lustige Sachen auch. Und viele interessante Sachen auch. Oh ja, die letzte Coconut. Jawohl! Macher. Die war geil! Meine letzte. Ach, In der Knossi, Woche. Mann. Es freut Das mich ist meine so, letzte Coconut. dass Knossi so am Start ist noch, Gib ne? mir den Coconut Ach Mann, krass. Es sind so viele noch drin, ne? Fünf Leute Geht. sind noch drin. Stellt euch mal vor, wenn die abgeholt Das werden, geht. wie die anderen dann reagieren, wenn sie sagen, okay, du bist jetzt abgeholt, es werden noch vier weitere abgeholt. Digga, sorry, okay, wir alle einfach alle drin. Das ist krass, Nicht die finde ich. beste, aber ich muss ein Getränk mit Kokosnuss rausbringen, weil ich weiß, wie sie schmecken muss. Leute, zu dem Zeitpunkt hat er noch nicht sein Kokosnuss-Alge-Getränk rausgebracht. Also, das war noch nicht in Planung, auch noch gar nicht. Da hat die Planung angefangen. Krass. Glaub es mir. Knossi weiß Ich wirklich, habe wie sie endlich schmecken einen muss. Freund. Ich will ihn euch vorstellen. Krabby! Sag Oh. mal hallo! Krabby! Ey, genau wie ich sie zu Hause Süß. habe. Auch Guck mal, das wie ist süß der süß. ist. Ich mach dir nichts, Krabby. Aber du bist der Erste, der nicht Oh. schüchtern ist. Das ist süß. Tatsächlich. Der Erste, der keine Angst vor mir hat. Du bist der Erste, der keine Angst hat. Oh, ich glaube, der hat Du schon hast keine Angst. Angst. Du kommst raus und guckst mich. Komm mich gucken. Pass auf, er hat keine Angst. Guck. Oh. Krabby, ich mach dir nichts. Ich mach dir Oh, wirklich nichts, richtig Krabby. süß aber. Ich freue mich so, weißt du, Digga, dass ist er mal schon ein süß, weiß Lebewesen in der nicht. Hand hat. Aber du beißt mich nicht, Krabby. Guck, wie süß der ist. Das ist schon Wie sehr süß ist süß. der? Der ist schon sehr, sehr süß, muss ich sagen. Ey, du wirst ganz berühmt. Und die Krabbe auch. Bei Seven vs. Wild. Sag mal hallo. Das ist schon süß. Weiß nicht, auch mit der Musik gerade, das ist richtig schön. Oha, Junge. Knossi spielt einfach Fußball. Das kann doch nicht wahr sein. Das kannst du mir nicht erzählen. Ey, aber man sieht schon, Knossi hat, ist echt, der hat abgenommen, ne? Man sieht es schon krass, finde ich, bei Knossi, der hat schon abgenommen. Der Mann ist einfach hier, der hat sich seinen Hut aufgezogen, ist am schönsten Spot, den dem Planeten Erde herzugeben hat, ja?
und spielt einfach erstmal eine Runde Fußball. Wie schön. Das macht für mich Seven Worlds Wild aus irgendwie. Irgendwie bei Knossi die schönsten Momente in dieser Staffel, habe ich das Gefühl. Wow. Ja, der kann ja was am Ball. Ronaldo Hu. Ja. Ey. Was für schöne Momente. Man merkt, wie glücklich Knossi ist, dass er noch drin ist. Ne? Die wie letzte dankbar. Prüfung steht an. Greedy, reiche mir den Umschlag. Umschlag Nummer 7. Das ist er also. Also Knossi ist aktuell, glaube ich, gerade ganz nackt, bis auf die Jacke, die er sich umgebunden hat. Ich glaube, er wird ein paar Gegenstände abgeben, auf jeden Fall. Ein paar Kleidungsstücke wird er abgeben. Der allerechte. Und ich muss sagen, diese Umschläge aufzumachen, waren für mich was ganz Besonderes. Das hat viel Spaß gemacht, aber die kleinsten Sachen haben einen so angestrengt, weil diese Safe. Legasthie oder so einsetzt. Und ich habe die heute extrem. Ich kann keine 10 Meter gehen, ohne dass ich danach 20 Minuten mich hinsetzen muss. Weil es fehlt einfach an allen Ecken und Enden an Energie. Mit der Musik, das ist gerade so schön, ich weiß nicht. Der letzte ich genieße das Umschlag voll. Ist da. Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Also es zählt. Messkriterium, Anzahl der abgegebenen Kleidungsstücke, das zählt. Ja. Krass. Ey, diese Nacht muss aber dann echt, bitte, mach diese Nacht gutes Wetter. Weil wenn es regnet, bin ich komplett am Arsch. Ja, Regen wäre echt Horror. Ich bin bereit, alles zu geben. Ich muss Wetter beobachten. Das Wetter. Weißt du, morgen hier mit einer Lungenentzündung rauszugehen. Das ist auch nicht worth it. Das wäre es auch nicht wert. Nee, im Leben nicht. So, heute ist das Finale, was Greeny auch betrifft. Greeny wird heute finalisiert. Also ich sag ehrlich, ich hänge echt sehr an dem. Das hat mich die ganze Woche über begleitet. Wer den gewinnt, halt den bitte in Ehren. Seht den nicht als Müll an. Ach, das freut mich voll. Wir haben so schöne Momente hier in der vorletzten Folge gerade. Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 7. Otto wieder Urlaub. Den letzten Umschlag habe ich gestern Abend schon mit zu mir hochgenommen. Den werden wir jetzt aufmachen. Die letzte Tageschallenge. So, mal gucken, was hier hinter verbirgt. Es ist sehr leicht. Es dürfte wahrscheinlich nur ein Brief sein, wieder ein Brief sein. Gucken wir mal. Otto wird. Wird sich ausziehen, der wird sich nackig machen ein bisschen. Wobei, also auch nicht ganz logischerweise, weil, wie Knosse schon meinte, Lungenentzündung oder so, jetzt hardcore krank werden, ist einfach nicht worth it, ne? Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Ja gut, ich bin ja schon da an Tag 1 splitterfasernackt durch die Gegend gelaufen. Recht hat er. Das ist ja noch ein Upgrade quasi dazu, wenn ich Unterhose anlassen darf. Dann machen wir das wohl so, ne? Stoppen wir mal alles in den Seesack rein. Splitterfaser nackt da liegen. Das wird halt hart, ne? Das wird eine ordentliche Zerstechungsaktion von den. Aber er will echt nackt sein, ne? Bis auf Unterhose. Ich bin aber überlegen, wie ich es machen werde. Fakt ist auf jeden Fall, ich werde viel abgeben. Sehr viel abgeben. Krass, ja. Gut, bei Otto nicht anders zu erwarten, ne? Ja, er bastelt sich direkt schon sowas, was Knossi sich schon gebaut hat. So Lendenschutz. Er bastelt sich direkt so Lendenschutz. Das ist halt die Macher-Mentalität von Otto. Die Challenge. Ich bin ein bisschen in den Schatten gegangen. Die Challenge ist einfach dieses Mal quasi. Also du musst nichts machen, außer dich ausziehen. Das ist der schwere Part. Aber du musst nicht die ganzen Tag lang irgendwas machen. Und da die Zeit nutzt Otto, um sich was zu bauen. Sonst habe ich nämlich schon wieder so einen Brand am ersten Tag. Beziehungsweise den zweiten und die Sonnenbrand, weil ich alle Klamotten getrocknet habe. Und das merkt man natürlich vom Energiehaushalt und Wasserhaushalt, den man braucht. Energielevel, so besser gesagt. So, einen Teil habe ich schon fertig. Geil. So sieht's aus. Das würde ich mal sagen, ist so gut die Hälfte von dem, was ich brauche. Zack. Oder andersrum. Ja, aber übel gut. Warum das getragen wird. Übel gut. Ah, vielleicht so rum.
So, dürfte mich doch kleiden, oder? Ich wollte mit euch auch noch eine Sache teilen. Und zwar, was die Tageschallenge von Tag 1 anging. Da ging es darum, ja, stimmt, etwas für die Community, also für euch zu tun. Etwas zu schnitzen, etwas zu basteln. Und natürlich nicht aus Fellen oder Muscheln oder sonst irgendwas, weil man es natürlich nicht darf, sondern was nicht aus Holz oder irgendwas. Und ich habe im Kopf beim ersten Tag noch, dachte ich so, um irgendwas Cooles zu schnitzen für euch. Machete ist ja scharf und damit könnte man super was machen. Und dann kam immer mehr, nee, ich glaube, ich mache was anderes. Und jetzt geworden ist es final das. Oh, so, das erschreckt jetzt vielleicht den einen oder anderen. Lass mich das aber einmal erklären. Aber sieht irgendwie, also er hat die größtmögliche Anzahl an Müll von der Insel weggeschafft, was ihm wichtig ist, glaube ich. Symbolisiert so ein bisschen, das war sein Bett, das war auf seinem Bett so die Latschen, glaube ich. Gehört zu ihm und symbolisiert halt auch so ein bisschen, hey, dieser Müll ist hier. Ich habe die ganzen krass letzten 7 Tage tatsächlich, die letzten Stücke sind gestern dazugekommen, Dinge zusammengesucht. Und das sind alles kleine, also Kinder, Schlappen, Crocs, was weiß ich, was für Marken das sind, alles. Alles von Kindern, die hier angeschwemmt worden sind. Ich habe echt lange überall die ganzen Strände abgesucht hier, bis ich da genug zusammen hatte. Das Gute, Hochwasser hat immer wieder was Neues zutage gefördert. So, der Ball soll symbolisieren die Welt. So, jetzt könnt ihr denken, boah, was ist mit Otto los? Nein, ich finde, das irgendwie passt das hierzu. Der Ball symbolisiert die Welt, die Kinderschuhe, die nächste Generation, die entscheidet, treten wir diese Erde mit Füßen und lassen unsere Schlappen einfach überall liegen. Krass. Oder achten wir einfach auf unseren Müll, achten darauf, wo wir an jeder Ecke eine Mülltonne haben, das da wegschmeißen und verbreiten das, damit nachfolgende Kindergenerationen auch noch Spaß an dieser Erde haben. Deswegen habe ich da diese Schlappen auf. So. Es richtig, ist nichts geschnitzt. Richtig deep. Es ist nichts. Richtig ein deep. Jaguarkopf aus feinstem Holz geschnitzt oder sowas. Nein. Krass. Es ist aus Müll. Es ist aus Müll hier von meinem Spot über ganz viele Tage zusammengesucht. Die ganz kleinen sind wirklich sehr, sehr kleine dabei. Mhm. Schlappen mit dabei. Super gut. Geile Message. Und ich glaube, da zählt ja so die Symbolik dahinter. Mir gefällt es trotzdem. Und damit kommt ein bisschen Müll von dieser Insel weg. Ja, was ich sagte. Wenn ihr die Idee auch mögt, ich bin mal gespannt, das Ganze soll ja irgendwie verlost werden in der Community oder vielleicht sogar versteigert, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall der Sinn und Zweck hinter meinem Tag 1 Challenge Gegenstand, Objekt, wie ihr es auch immer nennen wollt. Etwas, um die nachfolgenden Generationen noch aufmerksam zu machen, dass wir nur eine Erde haben, dass wir darauf aufpassen sollen. Das sind die ganzen Kinderschuhe. So, zerreißt mich gerne drüber in den Kommentaren, weil ihr erwartet habt, dass ich hier mit einer Axt einen ganzen Baum fälle und hier eine Giraffe draus schnitze. Ja, du hast damit schon gewonnen gefühlt, Mann. Die Herzen auf jeden Fall der Zuschauer hat da gewonnen. Geil. Und dann wollte ich auch noch eine Sache ausprobieren und zwar, heute ist das Wetter passend. Ich habe 2 Glasflaschen. Er will Feuer machen! Hab da vorne schon mal hingelegt. Eine alte Kokosnuss. Der Mann will mit Feuer machen. Mit dem Inneren sind alten Palmwedelzweig. Da bin ich gespannt. Und ich würde heute mal gern probieren, das Feuer geil machen mit Sonnenlicht. Das wäre richtig geil. Ich habe nicht wirklich Feuer gebraucht. Alles war immer trocken, dadurch, dass ich in meiner Höhle war. Oder beziehungsweise einfach, nur mit Unterhose bekleidet durch die Gegend gelaufen bin. Und mich würde mal interessieren, kriege ich das damit hin? Die Frage ist nur, ich weiß, in Deutschland habe ich es easy hinbekommen damit, Gras und sowas anzuzünden, also trockenes Zeug. Hier hat es jetzt so stark geregnet die letzten 2 Tage, dass ich nicht weiß, ob ich das hinbekomme. Aber ich werde es testen. Ich bin sehr gespannt. Das wäre natürlich richtig cool, ne? Das habe ich hier aus dem Wald geholt. Also hier wirklich dieses... Das ist gut. Nur die trocknet unfassbar lang. Es knallt zwar wirklich volles Pfund die Sonne. Das habe ich mir auch aus dem Wald geholt. Oh, das würde mich richtig interessieren. Da war eigentlich der Gedanke, dann die Glasflaschen herzunehmen. Und wie gesagt, in Deutschland hat das gut geklappt. Wie so ein Brennglas. Ja. Krass. Und da hätte mich ehrlich gesagt gestern mal interessiert, wie warm wäre das geworden, wäre das Wetter gestern so? Das wäre für die Challenge geil gewesen. Wie mit so einer Lupe, das mal Temperatur gemessen. Ich meine, Otto ist trotzdem 2. geworden, ne? Vielleicht sind die Fasern davon noch einfach noch zu dick. Das kann gut sein, ja. Ich merke, wie sie im Haut die... Der Rücken pellt.
Und ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Oh. Denn das ist eine Sache, wenn ich mit der Hand drüber gehe, fühlt sich das an. Ja. Das ist Sonnenbrand. So ein bisschen. Ja. Das pellt sich gut. Deswegen muss ich echt aufpassen, dass ich jetzt einfach nicht in die offene Sonne gehe. Nicht gut. Und voll zugemummt muss auch nicht sein bei dem Wetter. Das mit dem Feuer machen lässt mir keine Ruhe. Ich hätte auch richtig Jetzt habe ich eine kleine Konstruktion gebaut mit dem Glas. Da habe ich die Flasche genommen. Oh, smart. Smart. Otto einfach. Sonnenlicht drauf. Pfeifert. Hier unten rein das Material. So umbaut, dass kein Wind reinkommt. Geil. Ja, und jetzt lasse ich das einfach drauf scheinen. Stimmt, deswegen muss ich immer ein bisschen beschweren. Ja, und gucken, da bin ich sehr gespannt. Das wäre richtig geil. Wie erwartet funktioniert leider meine Konstruktion nicht. Schade. Mit dem Feuer machen, mit der kleinen Flasche. Ich habe das echt jetzt alles mal probiert. Und man sieht auch nichts, dass irgendwas dunkel geworden ist oder so. An dem Ganzen. Ich weiß nicht, ob es wirklich am Material liegt, weil da eine Restfeuchte drin ist. Klar, die Sonne wandert natürlich auch ein bisschen. Jetzt wäre es hier unten. Also fühlt sich der Stein aber irgendwo, nee, das Zeug hier drüber. Nicht besonders heiß an. Tja. Das war leider. Das hätte ich geil gefunden, muss ich sagen. Das wäre richtig nice gewesen nochmal. Es wäre schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Hätte ich auch cool gefunden. Dann hätte ich heute Abend nämlich mal richtig schönes erste Mal Feuer gemacht, so als Abschlussfeuer. Ich habe Bock drauf gehabt. Könnt ihr jetzt auch mit der Reibe probieren, Bambus. Aber frisst auch wieder ein bisschen Energie. Und irgendwie habe ich da keinen Bock drauf gerade. Ich werde das allerdings beides in Deutschland nachholen. Beziehungsweise das habe ich schon mal gemacht. Mit der Glasflasche. Und PET. Können wir auch nochmal ganz kurz einmal festhalten. Sascha Huber ist noch drin mit nur einem einzigen Gegenstand. Der Mann hat alle Gegenstände verbuddelt. Das ist immer noch insane, muss ich sagen. Flasche tatsächlich. Mit der Bambusreibe noch nicht. Aber das werde ich nachholen. Ja. Check, check. So, der Tag nagt sich schon am Ende. Wir haben zumindest mal irgendwie schon nachmittags. Jetzt gleich gibt es noch von mir die letzte Tages-Challenge. Challenge Nummer 7, wie ich die machen werde. Und dann ist schon vorbei. Und dann noch ein Fazit. Dann ist vorbei. Und dann gibt's eine gute Nacht. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so. Richtig geil, Mann. Joris, okay. Joris hat letzte Folge richtig geilen Content gehabt. Die allerletzte Tages-Challenge wird jetzt geöffnet. Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und... Ich sag, Joris gibt ganz, ganz wenig ab. Die Insel dich formte. Warte mal, ich muss die Nacht überstehen. Ja, das ist das Ding. Ich hätte einen Teil maximal abgegeben. Du bist ja totgestorben. Ein, maximal zwei Teile. Ich kann alles abgeben, außer Unterhose. Wenn ich jetzt nur einen Abend das Ganze machen muss, aber bis zur Abholung ist halt schon krank. Wir werden totgestochen. Es ist unglaublich. Ja. Bis zur Abholung ist heftig. Ihr glaubt es nicht, wie anstrengend das sein wird. Ich habe kein Feuer. Alle anderen können alles abgeben, ich nicht. Oder ich beiß halt einfach durch wie ein Hund. Ja, okay, also er weiß halt nicht, dass alle anderen auch kein Feuer haben, beziehungsweise kein Feuer anmachen. Und? Punktevergabe durch Anzahl der abgegebenen Kleidungsstücke. Ich hatte es echt befürchtet, dass sowas kommt. Okay, ja, ich muss mir das überlegen. Muss man überlegen, ja. Ich mache mir gerade ein paar Gedanken zu der Tageschallenge. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe alles ab und reibe mich mit Lehm ein. Wäre halb so wild, weil im Endeffekt kann ich morgen mich einfach nochmal waschen. Ja, das fände ich krass. Stehe ich halt in Unterhose da, ist mir auch scheißegal. Das wäre krass. Und übrigens, bevor ihr jetzt sagt, ersetzt doch die Kleidung einfach, mit was denn? Mit was? Ja, nee, also man kann ich sich... Ich habe zwar Palmwedel, da sind aber Stacheln dran, die 4 cm, 5 cm lang. Nee, kann man vergessen. Soll ich mir die in die Haut rammen oder was? Ich bin an den ersten dran. Krass! Ich glaube, ey, okay, das würde mich wirklich überraschen. Das fände ich krass, wenn Joris das durchzieht. Das wäre krass, da habe ich Respekt. Ich denke, man sieht's. Ich habe mich mit dem Lehm eingerieben und ihn trocknen lassen. Und jetzt mal beobachtet, wo gehen die Sandfliegen hin? Auf die rechte Hand oder auf die linke? Das fände ich jetzt scheint interessant. Scheint tatsächlich so, als würden die Sandfliegen zumindest, den linken Arm mehr oder weniger ignorieren. Das heißt, ich bin fliegensicher. Jetzt ist natürlich noch folgende Problematik, die Temperatur. Ich bin eine Frostbeule. Alles unter 20 Grad ist bei mir. Ey, Fritz hat so gezittert auch letzte Nacht, ne? Und das mit Klamotten. Ja. Hohe Temperaturen, gar kein Problem, aber tiefe Temperaturen, Jesus Christ, das halte ich nicht aus. Das ist schon hart. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon angerissen.
ich musste mein Shelter ein bisschen, naja, umfunktionieren, sage ich mal. Hier kommen noch Palmwedel hin. Oh, okay, geil, er baut es ein bisschen zu. Er baut es zu. Auch an die Seite, aber die größte Modifikation ist aktuell wohl diese Styropor-Konstruktion. Sieht richtig beschissen unten aus. Unten aber nicht so offen auch ist. Richtig beschissen. Okay. Ist mir aber sowas von egal. Das Digga, Joris hat echt Bock, der will richtig Punkte farmen nochmal. Zum einen geil. Schützt es mich vor dem Wind, zum anderen dürfte es ein bisschen was von meiner eigenen Körperwärme reflektieren. Ja, auf jeden Fall. Ich bin zuversichtlich, dass das eine mögliche Option sein könnte, wenn nicht geil. Rausschmeißen. Kann ich es immer noch. Ich bin sehr gespannt, was er abgibt im Endeffekt. Jawohl. Die Zwischenzeit habe ich genutzt, um an meinem Amulett weiter zu schnitzen. Es ist so geil geworden. Ich habe noch einen Beinknochen gefunden, der hohl war. Das heißt, ich konnte noch zwei Teile sieht echt cool aus. Hinzufügen. Das sieht so krank aus. Ich liebe es. Und ich muss sagen, meine Machete ist wirklich absolut perfekt. Ich habe die letzten 7 Tage oder sagen wir mal 6 Tage immer im Regen liegen lassen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Scheide leider, wie nennt man das, der Clipser davon, der ist leider verrostet, deswegen kriege ich die nicht mehr richtig zu. Und für mich ist es jetzt sicherer, die Machete einfach safe, sonst fällt sie raus irgendwann in den Baum zu rammen, als ja, sie in die Scheide zu tun und damit aufzuhängen. Ist schade, wir hätten eine Kydex-Scheide dabei gehabt. Die Kydex-Scheide wäre, ja, dass sie rostfrei ist, muss ich euch nicht sagen, aber die wäre halt auch wässerresistent gewesen und alles andere. Das ist die Lederscheide nicht unbedingt. Die ist auch super, aber halt hat ein paar Nachteile. Wir gehen zu Sascha Huber. Der Mann, der nur einen Gegenstand hat. Oh, so schlecht ist Sascha noch nie aufgewacht. Der ist sonst immer, guten Morgen YouTube, was geht ab? Mein Name ist Sascha Huber, aufgewacht. Und jetzt ist er so ein bisschen, so wie ich morgens aus dem Bett rauskomme. Oh. Oh, Sascha geht's gar nicht gut, glaube ich. Ja, bist du deppert. Aber letzter Tag. Was war jetzt los? Schaut euch das an. Du sitzt da, ist der Stamm noch trocken. Die Frage ist halt, ist er umgezogen? Das letzte Update von ihm war, er wird überschwemmt. Und ich meinte, es war klar, dass du überschwemmt wirst, Bro. Hat er da gechillt? Hat er die Nacht durchgemacht? Er sieht den ersten Stein, es hat nicht geregnet. Krass. Komplett, alles nass. Alles bis weg. Da hinten. Zum Wasser. Überall. Überall. Ja. Das kann. Boah. Der Stamm hat es einfach hier. Jetzt sieht man es. Boah. Okay, ich dachte, es sieht aber viel schlimmer aus, dachte ich, muss ich sagen. Ich dachte, es ist echt viel schlimmer. Da habe ich die Steine hingefetzt eigentlich. Hat es nochmal so wusch. Um einiges 10, 15 Meter zurückgeschoben. Oh. Da sieht es jetzt auch ganz anders aus. Der Stamm liegt doch jetzt ganz anders. Seht ihr? Ah, scheiße. Boah. Sehr hohe Wellen kamen da einfach und überschwemmten hier alles bis rüber in den Fluss. Wusch, alles. Und ich lag noch im Shelter drin und hat richtig gerumpelt. Also dieses Mal richtig heftig. Krass. So richtig, fuck, sofort Alarm und sofort raus. Ja, dann bin ich eben da, habe mich da hinten irgendwo platziert, bei dem Stamm da hinten. Ah, okay. Da sind nochmals ein paar Wellen gekommen, habe 2-3 Stunden gewartet. Dachte schon, ob ich mich evakuieren lassen sollte, mich abholen lassen sollte. Krass. Dann dachte ich mir, ey, das hat schon so weit geschafft. Jetzt ja, kann ich doch nicht mehr aufgeben. Kann er nicht mehr aufgeben, ja. Das kann es nicht sein, scheiß drauf. Der zieht echt durch, der beißt sich so durch. In den Knien, aber ging noch. Der Mann stand im Wasser die Nacht über einfach. Sobald das Wasser hier ein bisschen zurückging, krass, habe ich mir das so halbwegs reingelegt. Okay. So, dass ich irgendwie schnell rauskomme. Habe mein ganzes Hab und Gut da einfach immer da oben platziert und festgehalten. Also, wenn das nicht das Leben am Leben... Crazy, der ist einfach... Der beißt sich richtig durch, Mann. Krass, freut mich richtig. Sascha und Knossi noch drin. Hätten wir alle nicht gedacht, so krass. Wow. Also ja, na echt. Bist du deppert. Muss mal sagen, wie es ist. Okay, Challenge Nummer 7. Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Was soll ich da jetzt noch machen? Ganz ja, ehrlich. Nee, mach nichts. Bitte mach nichts, Sascha. Ganz ehrlich, mach bitte Shelter, nichts. Ich muss jetzt noch eine Nacht überstehen. Ja, das ist das Hauptding. Bis zum Sonnenuntergang muss ich das gemacht haben.
dann muss ich die ganze Nacht und bis sie mich abholen, keine Ahnung, Vormittag, Mittag. Nee, nee. Da wäre ich einfach... Mach nichts, auf gar keinen Fall. Lebensmüde. Ja. Wenn ich da jetzt meine Sachen auch noch verblompen würde. Ja. Wenn in der Nacht solche Wellen kommen könnten, kann er nichts machen. Dann gebe ich auch noch meine Sachen ab. Also. Nee, nee. Das wäre leider, das muss ich mir einfach eingestehen, eine dumme Aktion, wenn ich das mache. Ja. Natürlich, mein Challenge-Herz aber schlägt sofort höher. Nee, nee, kann Sascha nicht machen. Im Moment so. Sicher, nur der hat gerade so, der hat gerade so überlebt die Nacht quasi. Das ist aber dann lebensgefährlich werden könnte. Ja. Entweder Wellengang, allergische Reaktion, Frieden. Alles. Lungenentzündung, whatever. Ich habe schon einen Schuh mal gefunden. Da gehe ich heute nochmal auf Kleidungssuche. Aber ich bin einfach nur froh, dass ich die Nacht überlebt habe. Ja, ja, safe. Hat sich horrormäßig angehört. Vor mir. Und jetzt ist aber der Shelter noch instabiler, als es gestern war. Boah, Sascha, ist echt, ich habe noch nicht so am Ende gesehen bis jetzt. Krass, Mann. Ach, Wilson, mein Freund. Das ist einfach so ein Dominos-Ball. Das ist das Zeichen von Dominos oder Dominos-Pizza, oder nicht? Was machen wir zwei hier nur? Wo sind wir hier gestrandet, ha? Ah, das kann doch nicht sein. Irgendwo auf einer einsamen Insel. Klappt ja gerade. Aus einem österreichischen Dorf. Das ist doch krass. Scheiße. Aber vorher müssen wir noch lebend raus. Schaffen wir das? Ich ja! Jawohl! Das schaffen wir! Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ja, ich bin dabei. Ihr glaubt es nicht, Freunde. Ihr glaubt es nicht. Das ist doch meine Hängematte! Lol, es war klar, dass irgendwann, also es war mir klar, dass die Sachen längst schon nicht mehr da sind, wo sie waren. Aber dass seine Sachen jetzt hier angespült werden, Sascha hat das Meer mitverdreckt. Er ist mit Schuld dafür. Jetzt haben wir es. Lol. Ja. Das ist doch meine Hängematte. Ja. Krass. What the fuck? Also sind meine Gegenstände alle weg wahrscheinlich. Ja, ja. Das war mir schon klar. Ich wollte eigentlich morgen erst nachgraben und schauen, ob alle noch da sind oder natürlich ob alle weg nicht sind. Aber krass. Einfach meine Hängematte gefunden. Krass, Junge. Krass. Aber macht mich echt stolz, dass die jetzt immer noch nicht und gebraucht ist. Wurde, ja. Dass ich die echt vergraben habe, dass ich echt bei einem Gegenstand überlebt habe. Das ist hab. Immer noch krass, ja. Bis jetzt. Ja. Aber dann würde ich sagen, lass direkt schauen, ob die anderen Dinge noch da sind. Ja, die sind weg, alles sagen. Noch woanders eingraben. Die sind weg. Bevor sie irgendwo weggeschwemmt werden und dann irgendwo als Müll landen. Wie gesagt, irgendwo da. So ein Gefühl, irgendwo da war alles. Aber es hat einfach wahrscheinlich 10-mal durchgegraben. Es hat alles durchgewühlt hier, ja. Kannst du vergessen. Er hat es auch nicht tief verbuddelt. Oh, guck mal, da ist ein kleiner Krebs hier vorne. Der haut schnell ab. Oh. Ja, da vorne. Barakord. Oh, ist das deins? Ja. So. Ja, Barakord. Zweiter Gegenstand. Okay, fehlt noch die Flasche und der Feuerstahl. Der Feuerstahl ist ja an der Flasche befestigt. Schaut euch das mal an. Ah. Das ist zumindest, hat sich da noch irgendwie verfangen. Okay, aber die Flasche wird weg sein. Ah ja, was macht man dann jetzt? Ich glaube, der Rest ist unauffindbar. So, aber vielleicht finden wir ja noch was. Aber stellt euch vor, es wäre echt zu irgendeinem anderen Teilnehmer rüber. Das wäre richtig das wär lustig. Das wäre doch die krasseste Story ever. Dann hätten sie wahrscheinlich Angst, dass Sascha irgendwie verschollen ist aber oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass da dann irgendwo liegt, besteht natürlich auch, wenn die Hängematte da noch liegt. True. Ja, aber die nehmen wir natürlich genau so, wie sie jetzt ist. Und was machen wir jetzt mit dem? Ich will morgen schon nochmal das Erlebnis haben, das auszugraben. Feuerstahl, Wasserfilter fehlt noch.
Wo? Da, keine Ahnung. In den Baum rein. Aber wenn das ein Zeichen ist, Paracord und Hängematte, dass ich heute nicht im Shelter pennen soll, weil Lebensgefahr besteht, und da heute wirklich was passiert, dann war es ein Zeichen von oben. Also, boah. Das war so satisfying, die Steine klacken zu hören irgendwie gerade. Das war richtig satisfying für mich gerade. Ich weiß nicht. Das war voll satisfying. Tag 7. Fritz, wie geht's dir, Mann? Der Tag des Fazits. Und ich bin ja am Hin und Her überlegen, wie viele Leute tatsächlich noch drin sind. Das liebe ich. Warum? Ich wünschte, das hätte jeder gemacht. Das ist als Zuschauer so interessant. Also, bevor alles losging, als ich noch in Deutschland war, habe ich gesagt, 6 von 7 kommen durch. Ja. Mittlerweile glaube ich... Stand jetzt sind 5. 4 von 7 kommen durch. Es sind 5 Stand jetzt. Also Otto auf jeden Fall. Ja. Ich kann mir nichts vorstellen, was Otto auch nur ansatzweise... Otto ist drin noch. Klar. ...zum Aufgeben bringen würde. Klar. Ich glaube, der würde selbst hier einfach irgendwo Brackwasser trinken und keine Ahnung. Der würde hier ein Jahr überleben. Ob er es verträgt, ist eine andere Sache. Wo ich sehr gespannt bin, ist, wie Otto die 7 Tage gemeistert hat, im Sinne von, die Probleme, die ich hatte, hatte er die auch? Wie hat er die gelöst? Er hatte alle Probleme auch. Hochwasser, extrem, genauso wie du, Fritz. Sandmücken ist bei Fritz am dollsten, habe ich immer das Gefühl. Und sonst hat Otto Urlaub gemacht. Der hat gechillt. Hat er die gleichen Schwierigkeiten gehabt? Ähnliche. War das alles für ihn easy? War das alles für ihn Urlaub? Bin ich Urlaub, sehr, sehr gespannt. War eher Urlaub. Auch nochmal die Überlegung vielleicht abschließend für mich. Bin ich zufrieden mit meiner Leistung? Eher so ein 50-50-Ding. Eher so ein 50-50-Ding, weil ich habe sehr viele Fehlentscheidungen getroffen tatsächlich, habe ich das Gefühl. Er ist auf der falschen Seite des Bachs quasi gewesen. Nicht im Vorfeld, gewesen, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Das meint er, glaube ich, auch. Also dieses erste Lager da direkt an der Felskante, an diesen Steilfelsen hier aufzubauen, das ist halt einfach nur dumm. Eigentlich total selbstverständlich, aber denkt man nicht dran, überall dort, wo hier an so einer Küstenregion Müll liegt, da kommt das Wasser und auch Treibholz, hin. Da kommt das Wasser natürlich halt hin. Kommt bis dahin auch das Wasser. Ja. Und wenn man sich hier einmal ein bisschen umguckt, wo hier überall Treibholz und Müll liegt, dann sieht man, dass es einfach keine gute Idee ist, hier ein Lager aufzubauen. So, das hat mir halt schon mal sehr, sehr viel Trouble gebracht. Ansonsten das Thema Feuer, was ich gern angehen wollte, was jetzt heute tatsächlich der erste Tag wäre, wo es eventuell sogar möglich wäre. Hätte ich was anders machen können? Hätte ich irgendwas probieren können? Ich glaube nicht wirklich. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Es war so nass die ganze Zeit. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jemals in den letzten 6 Tagen in der Lage war, hier ein Feuer zu entzünden. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es gar nicht probiert, weil es hat nur geregnet, es war alles nass, ultra Luftfeuchtigkeit, mein ganzer Körper war nass. Da war nicht mal dran zu denken, dass ich irgendwie ein Feuer ankriege. Im Leben nicht. Das Ding ist, ich habe mir das alles anders vorgestellt. Ich habe mir das tropischer vorgestellt, mit vielleicht ein bisschen Sandstrand, mit geilem klaren Wasser an Felsen, wo man schnorcheln kann, Fischwelt, Fischbär bauen, geil dann irgendwie mit dem Boot drin, Feuer entzünden, Fische darüber machen, geil essen, eine gute Zeit haben. So habe ich es mir vorgestellt. Alle ein bisschen anders vorgestellt, glaube ich. Genau aus diesem Grund hatte ich an Tag 2 auch diesen extremen Downer, weil ich gemerkt habe, als ich hier ankam, nee, das ist hier nicht. Das ist ganz anders. Ist nicht so. Auf den ersten Blick sieht das vielleicht schon ganz cool abenteuerlich aus. Aber im Endeffekt ist es schon ein bisschen Green Hell, ne? Ja. Das sind nochmal so abschließende Gedanken zu den letzten Tagen. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen revidieren im Sinne von, bin ich zufrieden mit meiner Leistung 50-50? Ja, was hätte ich besser machen können? Also Fritz war auf jeden Fall der beste Bastler. Der hat sich so ein geiles Bett gebaut da. Das fand ich schon krass. Und er hat bei den Challenges halt auch immer Gas gegeben. Ich habe ein paar Fehler gemacht, da waren auch natürlich ein paar mehr dabei. Ja. Auch gerade bei den Challenges habe ich es viel zu übertrieben, wollte es gleich ultra krass bauen. Ja, okay, das, und das vielleicht schon. Bambus, Haufen Energie verschwendet und irgendwie vielleicht. Feil den und Feil das und sowas. Das hätte man ein bisschen einfacher machen können. Ja. Aber eigentlich ist die Aussage 50-50 Quatsch, weil ich habe versucht, aus gut Gas gegeben. Das bestmöglich rauszuholen. Ja. Safe. Ich bin zufrieden und mit Fritz Leistung. Das ist mir in größten Teilen auch gelungen, auch wenn es jetzt nicht so idyllisch schön und ich habe mir den Magen voll mit geilem Fisch war. Von daher nehme ich die Aussage von dem Anfang nochmal zurück und sage 80-20. Ja. 20% waren Dummheiten, 80% waren Fritz kann sehr zufrieden sein.
Just for fun probiere ich nochmal eine ganz kleine Sache raus. Ich habe gerade ein bisschen Bambus gefunden. Genauso wie Otto auch. Ich lag jetzt den ganzen Tag in der Sonne. Er probiert es nochmal mit dem Feuer. Nicht 100% trocken. Und ja, ein bisschen paar Flocken abgeschabt. Finde ich cool, bin ich gespannt. Aber wird wahrscheinlich auch nicht so gut bei ihm funktionieren, wenn es bei Otto auch nicht geklappt hat. Wenn ich das einfach nur zum Rauchen bringen würde, wäre für mich schon so ein... Wäre Highlight, wäre Erfolg. Kleines Mini-Erfolgserlebnis. Es muss halt der genaue Winkel passen. Normalerweise, wenn alles passt, 5 Sekunden, wenn überhaupt, dann fängt es sofort an zu rauchen. Krass. Es kann sein, dass die Sonne nicht passt, es kann auch sein... dass die das Wasser mittlerweile zu gelb ist. Also nicht klar genug, aber klares Wasser hat man eh nirgends. Naja, schade, wa? Schade, aber sehr interessant. Ich wollte es wenigstens mal probiert haben. Da passiert gar nichts. Schade. Fühlt sich aber eigentlich recht trocken an. Okay. Ein andermal. Fazit zu meiner gewählten Kleidung und dem Ausrüstungsgegenstand. Fangen wir mit der Kleidung an. Ja, Kopfbedeckung habe ich kaum gebraucht, weil es irgendwie mehr geschüttet hat als alles andere. Aber trotzdem für mich immer noch eine gute Wahl. Damit komme ich am besten klar. Hemd wirklich super gewesen. Regenjacke geil gewesen. Boxershorts, auch die Hose super happy damit. Das Einzige, was ich kleidungstechnisch wahrscheinlich ändern würde, wären die Schuhe. Okay. Wenn ich wüsste, dass es genau so ist, wie ich es jetzt hatte, kann man vorher nie wissen, würde ich, glaube ich, Gummistiefel nehmen. Gummistiefel, ja, dachte ich gerade auch. Welche, die halt nichts aufsaugen, nicht mit Neopren oder sowas, damit ich die einfach schnell trocken kriege. Weil normale Schuhe, egal was, ob Gore-Tex, ob klein, dünn, groß, lang, die brauchen Pucks, ewig zum Trocknen. Wenn die einmal nass sind, dann sind die nass. Ja. Bei so einem Shirt wie hier trocknet das an der Körperwärme. Alles, was ich anhabe, ist sehr dünn, quick and dry mäßig, aber die Schuhe halt nicht. Aber es gibt meiner Meinung nach auch keine Schuhe, die einfach mal ganz locker wegtrocknen, sondern Schuhe brauchen immer lange. Aber Gummistiefel ist smart gewesen, weißt du vorher nicht. Gummistiefel da besser gewesen. Bei den Socken weiß ich nicht, ob ich vielleicht sogar dann irgendwie so Neoprensocken genommen hätte, aber vielleicht schwitzt man sich dann auch übelst einen ab. Wahrscheinlich, kann ich gerade nicht einschätzen. Handschuhe an sich top. Ich würde aber aufgrund der Moskito-Geschichte eher Handschuhe nehmen, die ein bisschen länger sind. Das wäre geil, so ja. Was man hier schön drüber stülpen kann, damit das fest ist. Gut, Gürtel habe ich kaum benutzt, weil den habe ich als Umhängeschlaufe genommen für meine Machete. Aber smart auch. Bin ich sehr zufrieden. Das war's zum Thema Kleidung. Und dann zu meinem einen Gegenstand. Zu dieser die weggegammelten Machete. Mittlerweile komplett verrosteten Machete. Würde ich sie nochmal wählen? Jein. Ich muss sagen, die Form, genauso wie sie ist, mit der Länge, dem Griff und so weiter, finde ich super geil, komm mit klar, ist ganz einfach, ursprünglich. Ja, man rutscht hier unten nicht ab, weil es wirklich eine große Nase hat und auch nach oben. Aber ich würde natürlich irgendein Modell wählen, was einen anderen Stahl hat und nicht so weggammelt wie die hier. Ja. Ich habe damit alles trotzdem irgendwie halbwegs hinbekommen. Sie ist den Umständen entsprechend scharf, also ich konnte meine Arbeiten trotzdem machen, Shelterbau, dies, das. Die war halt vorher sie wurde halt vorher ausgesetzt, ist mit Wasser in Kontakt gekommen, ist halt doof gelaufen, da muss man sagen. Aber es gab auch viele Momente, wo ich irgendwie versucht habe, was abzuhacken und gemerkt habe, da passiert einfach nicht mehr viel. Ja. Ansonsten finde ich die von der Form, von der Länge, vom Gewicht her und so weiter, finde ich die schon richtig gut. Auch tatsächlich das Tragen mit dieser Schlaufe dran, mit dem Erste-Hilfe-Set. Gefällt mir sehr gut. Ja, ob ich noch mal eine Lederscheide nehmen würde? Ich glaube nicht, weil die schimmelt halt komplett weg. Also wenn man hier halt reinguckt, ist hier der komplette Schimmelbelag drin. Die krass. Ist von innen drin komplett überzogen. Ja. Also müsste man vielleicht auch da was anderes nehmen, was dir nicht sofort wegschimmelt. Auch außen super Schimmel dran. Das als kleines Ausrüstungs- und Kleidungsfazit. Cooler Content von Fritz heute. Nur sinnlos rumzusitzen und zu warten, dass die Zeit vergeht, habe ich mich nochmal ein kleines Bastelprojekt gewagt, was ich nicht brauche, aber schon immer mal ausprobieren wollte. Ich zeige es euch mal. Wir haben einmal so einen Stock mit so einem Haken und hier so einer Kerbe drin. Ging mit der Machete super einfach. Und eine Zwille, die am Ende hier zu Art
so einem, keine Ahnung, was werden soll, halben Balken geformt ist. Also wirklich keine Ahnung. Ich baue das Ganze schnell zusammen und dann zeige ich euch mal, was ich damit vorhabe oder was es eigentlich darstellt. Meine Damen und Herren. Ist das eine Wünschelrute? Nee, was ist denn das? Was wird denn das? Das ist es. Es hätte hier ein bisschen mehr gedreht sein können, ist leider leicht verkantet. Aber auf die Schnelle sollte das passen. Hier schön miteinander verknotet. Das muss sehr, sehr stabil sein. Das ist wichtig, dass sich das kein Millimeter bewegt. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Das Ganze ist ein stufenlos verstellbarer Topfhalter. Wir stellen uns jetzt mal vor. Sorry. Das hier wäre irgendwie ein Topf, wie ihn jetzt zum Beispiel Joris oder Sabrina mit haben. Ne? Kann man schön Wasser drin kochen, Krabben, Frisch, Fischtopfsuppe, was auch immer. So, dann kann man das hier rüber hängen. Bup, bup. Hier hängt der Topf dran. Da ist das Feuer. Ah. Und jetzt kann man ganz easy das Ding einmal schon mal hin und her schwenken. Das heißt, weg vom Feuer, hin zum Feuer. Okay, ne? Ja, geil, geil. Wenn man das mal schnell machen will. Und man kann das Ganze kaputt machen. Muss natürlich eine Belastung drauf sein. Ja, okay. Auch in der Höhe verstellen. Das heißt einfach, zum Beispiel bis ganz nach unten. Jetzt ist es ein bisschen über der Glut, merkt man, oh, Feuer ist zu hoch. Kann man das Ganze einfach hier wieder verstellen. Das ist geil. Zack. Lol. Oder man merkt, ah, reicht, hat genug gekocht, dann schwenkt man es einfach zur Seite. Okay, das ist cool. Das ist jetzt wirklich mal ganz schnell provisorisch. Ja, safe, aber ist geil. Weil ich das schon immer mal ausprobieren wollte, die Technik. Hier, das ist nicht ganz so schön geworden, das hätte anders gedreht sein müssen, mehr durch. Aber im Endeffekt geil. Tut's das, was es tun soll. Es ist schwenkbar und es ist halt in der Höhe verstellbar. Und bei Belastung, zack, klemmt sich das halt hier fest. Ja. Okay, das war cool, das war geiler Content. Irgendwie, ich weiß nicht, die letzten zwei Tage haben die Leute richtig coolen Content für uns. Kurz Pause, es ist so krass. Oh, tschüss. Ey, ich schmeiß sie jetzt ins Wasser. Alter, ich hasse es wirklich. Ich schmeiß sie jetzt ins Wasser. Ach man, Knossi, ey. Really? Kann so viel schief gehen gerade auch, ne? Sehr gut. Okay. Ja. Ja, guckt ihr Greenie an! Guckt euch Greenie an! Oh, das ist wirklich süß. Oh ja, Greenie! Ach man. Oh, so krass. Das ist schon süß. Oh, Greenie, das ist ein Wahnsinn. Jetzt bist du fertig, Greenie. Och, da merkt man, hey, da sieht man, dass Knossi ein guter Vater ist. Wie er mit diesem Ball umgeht, finde ich. Greenie an. Guck mal, ey, ist Greenie nicht der absolute Wahnsinn? Ja, actually. Er tropft wieder, ach komm. Greenie. Er ist schon echt süß irgendwie, weiß nicht. Wie Knossi da mit ihm umgeht, so. Wie viel Freude ihm das bereitet. Viel Glück. Ich weiß nicht, wie ihr das gewinnen könnt. Aber das ist meine Bastelarbeit. Geil. Für eine oder für einen von euch. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ein ganz besonderer Preis. Oh. 7 Tage war ich mit ihm hier. Was haben wir für eine Musik? Was ist los? Was haben wir für Musik? Das ist ein Boot, Alter. Das ist einfach ein Boot, Alter. Mit 3 Mann, die draufstehen. Oh mein Gott. Deswegen heißt die Folge Piraten. Deswegen heißt die Folge Piraten, weil wirklich... Was macht Knossi? Er muss ja drücken. Er muss ja drücken. Es kann auch nicht sein. Er muss jetzt drücken und... Er muss doch... Digga, okay, auf diesen Moment war ich nicht vorbereitet. Er muss ja, ich würde rot drücken, weil damit man Funkkommunikation hat und sagen, hey, bei mir ist alles gut, ich will nicht abgeholt werden, aber hier ist ein Piraten, also hier sind Fischer, die an meine Insel anlegen. What the fuck, das kannst du doch keinem erzählen, dass da einfach Leute auf Knossis Insel sind. Das kannst du doch keinem erzählen. Holy shit. Piraten. Was mache ich denn jetzt? Ich sag gar nichts, ne? Ich nehme Messer in die Hand. Das kannst du hey, doch kein... Komm. Ja, er muss drücken. Fuck, Alter. Was ist denn jetzt? Oder? Alter? Ich würde drücken. Boah, scheiße. Fuck, was ist denn jetzt? Fuck. Weil er sieht ja, das sind keine aus dem Team. Offensichtlich. Ey, was wollt ihr von mir? Oh, shit. Oh, fuck.
Fuck, ich hätte so Angst auch. Ich würde drücken und fragen, was soll ich machen? Oder was macht man denn? Fuck. Das sind auf jeden Fall keine von uns. Oh mein Gott. Und vor allem auch noch Knossi, der kein Wort Englisch kann, kein Wort, was sprechen die da, Spanisch oder so? Alter. Das ist schon... Digga, das ist schon komisch. Vor allen Dingen, die wurden ja auch gewarnt, ey, da sind Piraten, das könnten, wir dürfen nicht sagen, wo das ist, weil da Leute sein können, die euch was Böses vielleicht wollen. Also wisst ihr, dass im Behind the Scenes von Dave hat man viel erfahren, so, dass Panama halt auch die Gegend ist, wenn Leute wissen, da sind die Deutschen, die da eine TV-Serie drehen, dass die das vielleicht manipulieren und dann Geld wollen, dass die sich abziehen oder so, wisst ihr? Boah, krass. Aber die ziehen weiter, oder nicht? Holy shit! Ey, hab ich noch gar nicht erlebt, sowas. Boah, krass. Weil ihr wisst selber. Das ist schon krass. 500 Kilometer von hier ist Medellin, Kolumbien. Ja. Pablo Escobar. Irgendwie müssen die Drogen ja rüberkommen. Krass. Sehen die anderen Teilnehmer? Die fahren rüber. Sehen die anderen Teilnehmer das auch noch? Weil, wenn sie die Insel abfahren? Boah. Ich brauche Pause. Holy shit. Was macht man? Ey, keine Ahnung. Die sind zuerst mit dem Boot auf... Die kamen von links, sind dann mit dem Boot auf meinen Strand und dann sind sie wieder rechts weiter. Mhm. Hau ab! Holy shit, ich hätte ja kein Auge mehr zubekommen. Ich hätte schon Angst. Ich werde kämpfen, ehrlich, glaub mir. Ich werde kämpfen für meine Insel, für mein Beach. Ich werde alles geben. Oh. Pause, muss mich ausruhen, muss zu Kräften kommen. So, mein Lieben, ich mache mir Gedanken wegen der Challenge. Und jetzt kommen wir endlich zum Knossi zieht einfach Insel weiter durch. Er zieht einfach weiter durch. Martin, Survival Martin und ich mir gedacht haben, Survival Martin kennt ihr sicherlich noch aus der ersten Staffel, Schweden. Der hat es geschafft bis zum Ende auch und ey, riesen Respekt. Und Knossi auch einfach. Ich bin sehr jetzt dankbar für alles, was wir geübt haben. Und für alles, was da hat er einen großen Teil zu beizutragen, dass ich das bis zum Ende schaffe. Und ja, unsere Idee war lange Unterhose und dann, wenn ich ankomme direkt, die Beine abschneiden. Ja. Damit ich Stoff habe, vor allem zum Popo Kacken. Ja. Wenn du kacken gehst, das den schönen Lappen hast, rein im Bach, rein durch den Schlitz, sauber abwarten, wie feuchte Wischtücher. So. Jetzt ach, aber kam ich hier an und dachte mir, ich warte erstmal. Und Gott sei Dank, das war wie meine Schlafhose. Das war Gott sei Dank, habe ich die dabei gehabt, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt ist der Moment, wo ich die Beine abtrennen werde, weil ich glaube, ich habe gute Verwendung. Ich bräuchte nämlich für heute Nacht, weil hier nachts scheiße kalt ist, bräuchten wir einfach ein paar Socken. Aber ich habe noch eine andere Idee auch, was man damit machen kann. Jetzt ist wichtig, wo? Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, was er daraus bastelt jetzt. Wo? Wo abschneiden? Oh, pass bloß auf, Knossi, ne? Okay, Freunde, Achtung. Geil. Ja, okay, doch. Geil, geil, geil. Okay, und jetzt zeige ich euch, was ich mir gedacht habe. Boah, da gehe ich heute Abend einfach. Ich gehe die Beine rein, aber nur bis zu den Füßen. Und bin hier drin mit den Füßen. Da habe ich eine kleine Lücke. Scheiß drauf. Oder, jetzt kommt's. Die zweite Verwendung. Kopfschutz gebe ich ab. Kein Problem. Ich habe 9. Ja, finde ich nicht schlecht. Ich habe 9. Sieht süß aus. Ich habe 9 Kopfschutz. Ja, eigentlich nicht schlecht. Und vielleicht das andere abtrennen und als Halsding noch vielleicht benutzen, so? Weiß ich nicht. Gib da die Mütze ab für einen Punkt. Punkte sind wichtig. Geil. Okay, jetzt schneiden wir nochmal die andere ab. Alter, und dann geht das doch. Oh, das Ding stinkt. Das ist erwärmend. Das glaube ich.
Und wenn wenn ihr denkt hinten, weil da braun ist verschissen. Ist nicht verschissen. Es ist nicht verschissen. Ich hab nicht dran gedacht, Knossi. Es ist, weil ich mich damit auch auf die Felsen setze. Ja. Boah, geil. Das wissen wir alle. Jetzt haben wir es doch wieder. Aber ey, lange Unterhose war Pfeifett, war smart. Ich war noch nie so kaputt. Krass, das glaube ich ihm aber. Das glaube ich bei jedem. Ich laufe immer nur kleine Wege und setze mich sofort wieder irgendwo schnell hin. Hm. Ich hatte es noch nie in meinem Leben. Noch gar nicht. Das muss doch am Essen liegen, ja? Ja, nichts essen, kein sauberes Trinken. Keine Kohlenhydrate. Kein guter Schlaf, vor allen Dingen auch kein guter Schlaf. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ihr müsst euch vorstellen, ihr steht auf, lauft 2 Meter und dann, wo kann ich mich gleich wieder hinsetzen? Krass, ja. Wirklich, wie ein Senior. Oder wie heißt das? Doch, das ist richtig. Das ist richtig, ja. Aber ich habe schon wieder gute Ideen. Noch schlimmer geht's ihm wahrscheinlich. Für Outfit. Okay. Ich pack's nur einfach nicht. Mhm. Ich sollte mir jetzt am letzten Tag auch keinen Stress mehr machen, glaube ich. Nee, Hauptsache, die alle kommen durch jetzt. Es ist der letzte Tag. Doch, ich habe aber noch eine Idee, die will ich unbedingt machen. Ich habe halt noch eine Idee. Meinen Rock ziehe ich auch auf jeden Fall an, wenn die mich morgen abholen. 100%. Und ich komme gleich nochmal mit einer Idee. Aber erst versuche ich hier auf dem Stein. Ich schlafe sogar auf Steinen ein, ne? Ja. Das gibt's nicht. Ich schlafe auf Steinen. Das ist krass. Liebt eure Möbel. Ja. Schenkt euren Möbeln mehr Aufmerksamkeit. Ja, das glaube ich echt. Ihr wisst gar nicht, was ihr an Möbeln habt. An einem Stuhl, an einem Tisch. Kannst du dir vorstellen, wenn du eine Woche lang so arbeitest hier unten mit diesen Sachen als Tisch. Da hat man ein ganz anderes Gefühl dafür, ja. Eure Möbel und Möbelhäuser. Ich dachte so kurz, er sagt Möbel innen. Jetzt kommt's nämlich. Okay. Ihr erinnert euch an den Müllsack, den wir gefunden haben. Oh ja. Den ich mitgenommen habe. Das ist Haute Couture Côte d'Azur. Laufsteg Amsterdam, Mailand, London. Die nächsten Jahre. Ja. Boah, das wird krass. Das ist smart. Wenn das geht. Ja. Smart. Ich glaube, das scheuert doll, aber ist smart. Ja! Okay, warte mal. Ultra smart, Junge. Entschuldigung für diesen Anblick. Nee, ich will's sehen. Ein Schwein vor der Schlachtung. Ich will's sehen, Knossi. Man kennt's. Zieh dich aus. Macht nichts. Ey, das ist... Das ist so smart bei ihm. Krass. Das ist so perfekt, ne? Ich werde mal anprobieren. Aber ich muss unten den Sack aufschneiden. Ja. Zum Reinschlüpfen. Ich habe natürlich die Frage gestellt. Hier drinnen aufzuschneiden, zu riskant, reißt die Naht auf. Ich würde einfach vorne einen Schlitz machen. Und den dicken Teil hinten für den Arsch. Okay. Okay, Sekunde. Ich habe eine Sekunde. Oh, ich hoffe, das passt, ja? Ja. Ist vielleicht ein bisschen zu eng, oder? Passt es? Ja? Meine Größe. Anderen Arm noch. Ich wünschte, die Piraten wären jetzt vorbeigekommen, hätten das jetzt gesehen. Dein Bilder! Auf meine einsamen Insel! Boah, ja, okay. Das ist doch krass. Aber besser als gar nichts. Scheuert halt, glaube ich, viel, ne? Und ist halt nicht perfekt abgedeckt alles. Ich mache einmal den Catwalk. Aber besser als gar nichts. Sieht aus wie das neue Ding von Kanye. Ja. Hey. Du weißt. Knossi hat so eine gute Zeit. Der läuft auf Energie Minimum und geil. Macht hier den Kasper noch. Oh. Shoutouts bitte, Shoutouts des Todes an das Editing-Team. Dieser Schnitt war wunderschön. Ich habe totale Wahnvorstellung. Komplette Wahnvorstellung. Digga. Ich lieg hier so, versuch ein bisschen zu ruhen. Das gibt's gar nicht.
Auf einmal steht meine Familie links da. Boah, okay, das ist gruselig. Mit meiner Freundin. Das ist gruselig. Und machen eine Aufführung für mich. Das ist gruselig. Tanzen, singen und Gedichte. Und ich fange noch an zu klatschen hier. Oh shit, das ist schon gruselig. Krass. Dann ist mir gar nicht aufgefallen. Von rechts irgendwer, ich kenne den nicht, von hier, diskutiert mit mir, welches Menü von welcher Fastfood-Kette das Beste wäre. Von der Qualität und vom Preis-Leistung. Das sind aber wichtige Unterhaltungen, die Knossi führt in seinem Kopf. Es ist Zeit, dass ich abgeholt werde, wirklich. Holy shit. Ich muss wirklich dringend abgeholt werden. Das ist schon gruselig, Mann. Ganz dringend. Boah, aber er drückt nicht jetzt noch. Nee, würde er nicht. Das würde er nicht machen. Immer wenn ich die Augen so kurz vorm Einigen bin, passieren hier Dinge. Es passieren einfach Dinge, unerklärliche. Boah, das ist schon gruselig. Ich hab einen Lagerkollaber. Der Mann, Alter. Und dann gucke ich immer nach oben, ist schon eine schöne View, ja? Sehr schön, ja? Steht da einfach meine Familie, ey. Der Größe nach sortiert, ne? Der Größe nach. Krass. Und ich dann den hier. Oh. No joke. Ich spinne. Danach habe ich mal drüber nachgedacht. Ich dann wirklich den hier. Pass auf. Wirklich den hier. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Mit dem anderen hier diskutiere ich. Ob Five Guys oder McDonald's, Alter, ich. Krass. Ich versuche jetzt noch eine Runde Mittagsschlaf zu machen. Ey, mach das, gönn dir, Knossi. Wir müssen uns heute noch entscheiden. Wie nackig wir ins Bett gehen wollen. Welche Gegenstände, aber eigentlich steht es schon fest. Aber ich warte natürlich bis Sonnenuntergang, weil bis zum Sonnenuntergang darf man es machen und kurz davor werde ich es auch machen. Weil nachher ändert sich noch das Wetter oder so. Und ich entscheide ja dem Wetter nach. Ja, ja, safe. Aber er sonst, zumindest, ey. Ja, das mit der Langunterhose war smart. Der Sack ist smart, der Lendenschutz. Knossi hat ein bisschen was. Das muss morgen so schön werden. Ich freue mich so, das zu sehen, ne? Machen wir heute Abend noch ein schönes Abschlussstatement. Der Mann ist echt, der läuft so auf Sparflamme, man sieht das, ne? Und dann sieht es echt so aus, wie wenn wir Seven vs. Wild geschafft haben einfach. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, Junge. Krass. 5 Leute sind noch drin. Und wie gesagt, wenn sich niemand mehr hart verletzt, kommen alle durch, sag ich. Das hätte keiner gedacht, echt. Freut mich total. Ich freue mich so auch, ne? Okay, ciao. Ach man, Knossi, Junge. Ich freue mich. Wir gehen nochmal zu Sascha. Ich sage, Fuß zugestellt, Feuer zu machen, auch wenn das... Ich habe nichts verstanden, leider. ...sicher wahrscheinlich noch nicht trocken ist. Aber damit ich euch mal die Technik zeigen kann, wie es bei mir zu Hause funktioniert hat, mit einem Bambus, weil... Feuer, da oben, Feuer. Ja, schon sehr schnell dunkel. Beziehungsweise, wie es eben funktionieren sollte. Man sieht es auch hier noch, der ist feucht. Aber wir probieren es. Dann gebe ich einfach hier den Palmtinder hier ins Nest. Ihr seht, hier ist das Loch, ein kleines Loch. Dann kommt hier der Palmtunder, links und rechts daneben. Tunder. Tinder. Tinder. Okay. Schön zusammengerollt, dass das Loch ein bisschen frei bleibt. Sehr gut. Und jetzt reibe ich einfach entlang der eingeritzten... Oh, lol. Habe ich noch nie gesehen, die Technik, glaube ich. Ding hier so entlang. Krass, okay, hab ich noch nie gesehen. Genau wo das Loch ist, genau wo eingeritzt wurde. Am besten nur eine ganz knappe Fläche, wie hier eine Kante zum Beispiel, hier wo eingeritzt wurde. Krass, okay. So, und los. Wo sind wir? Da. Voll interessant, habe ich noch nie gesehen. Oh. Ah! Oh. Wow! Boah! Vorne ist schon komplett heiß! Krass! Komplett heiß! Oh, fuck!
Krass, dass das so gut funktioniert scheinbar. Da ist hier noch kein Rauch, aber irgendwas hat gerade geknackst. Ja. Irgendwas ist abgebrochen. Ja. Boah, das könnte funktionieren, unglaublich. Boah, mein Kreislauf sagt aus, es ja, geht nicht mehr. Das glaube ich auch. Aber ich will es euch unbedingt zeigen. Sieht man schon Rauch? Oder kommt mir das nur so vor? Es sieht so ein bisschen so aus, ja. Es sieht actually so aus. Ist doch ein Rauch. Wie gut ist die Technik dann? Aber es wird nichts, oder? Ich sag, die Musik ist ein Scam. Die Musik scammt ja uns gerade. Ist ein Prank. Nicht brechen jetzt. Das wäre geisteskrass, wenn das jetzt klappt. Boah, er geht nochmal richtig all in. Aber klappt nicht, ne? Aber, habt ihr das gesehen? Es hat echt geraucht, dann ist ja hier schon dunkel komplett. Und dann steht hier eine Glut. Und die bläst man einfach so durchs Loch direkt in das Zündernest rein. Und zack, brennt. Lol. Also ihr seht, das funktioniert. Es war schon sehr strong. Er bricht ja fast das Teil hier ab. Es war schon sehr strong. Der Rauch war schon da. Geil, das freut mich gerade extrem, obwohl der Bambus nass ist. Das freut mich auch, dass er es nochmal versucht hat. Gewesen. Ja. Das erste Mal versucht hat einfach. Jetzt geklappt. Ist auch so extrem, extrem heiß geworden. Es hat auch richtig geraucht. Ob man es gesehen hat, weiß ich nicht. Man hat es gesehen. Ah, ja. Dann sind wir kurz davor, wenn es raucht. Noch ein paar Sekunden und dann hast du eine Glut und dann kannst du einfach durchblasen und dann fängt es Feuer. Cool, dass alle nochmal versuchen, Feuer zu machen am Ende des Projekts irgendwie. Boah. Finde ich cool. Aber natürlich wieder schön. Die völlige Eskalation. Also völlig zerstört. Erstmal auf die gemütlichen die Steine auflegen. Da. Auch schön. Ach, scheiße. Ach, gut. Letzter Tag. Da bin ich so motiviert und will das unbedingt schaffen. Dann brennt es immer fast und fast. Keine Ahnung, wie lange ich das jetzt versucht. Es sind echt alle richtig K.O. Außer Otto natürlich. Otto macht Urlaub immer noch. Aber Knossi und Sascha hat es echt mitgenommen, verständlicherweise. Boah, jetzt hat's mich grad komplett zusammen. Die haben aber auch nochmal Gas gegeben, beide. Letzter Tag nicht aufgeben. Jede Minute zählt. Diese Mentalität von Sascha, ne? Ich hatte nie ein scheiß Feuer. Habe ich aber Respekt vor. Ah, oh, das wäre halt für die Laune so gut gewesen oder irgendwas anderes mal zu essen. Also nur Kokosnüsse, dann habe ich insgesamt vielleicht auch nur zwei gegessen. Jetzt haben alle ganz, ganz wenig gegessen, ne? Staffel 1. Haben alle richtig viele Blaubeeren gefressen. Und jetzt ist echt so. Die eine Kokosnuss, die hängt noch am Baum. Ah, die will ich, das lässt mir keine Ruhe. Haben alle gar nichts fast gegessen. Das muss ich heute unbedingt noch probieren. Wenigstens eine frische Kokosnuss. Wenigstens eine auf dieser scheiß Insel. Ja, der Stock ist ja zu kurz. Er muss ihn werfen und das ist auch wieder Energie. Na. Boah, ich hab echt Angst, dass er sich noch verletzt jetzt, ne? Hast du verdient. Bleib hängen. Ja, schön langsam kommt die Abendflut. Schön langsam. Jo. Mhm. Und nachdem heute Nacht oder heute Abend sowieso alle Kleidungsstücke und so weiter, nicht alle, aber die Kleidung und so weiter verblombt in den Seesack kommt und verblombt wird, dachte ich mir, holen wir noch schnell das Paracord und die Hängematte. Und packen es auch schon rein. Und schmeißen es auch direkt in den Seesack rein. Ja. Und verblomben sind natürlich. Oh, ich hab so Bock zu sehen, wie die abgeholt werden, ne? Es ist so krass, dass so viele noch drin sind. Ich check's immer noch nicht. Ah, moin. Die Scheiße. Es ist so geil, Junge. So, da. Und rein da. Geil. Das mit Sascha, das finde ich so krass, ne? Dass der so lange durchgezogen hat. Mit einem Gegenstand. Ist krass. Das ist ganz krass. Oh, satisfying, ja. Weiter. Oh, schnell so ein bisschen ein Kopfband gefertigt. Ah, okay, ja. Smart, smart, smart. Schauen wir uns mal an, wie es ausschaut. Neuer Sonnenkönig, deutscher Sonnenkönig einfach. I'm the king of the jungle. I'm the king of the jungle. Ah, ja.
Maschallah, Junge. Früher, er wäre wirklich Passt König du, gewesen. Er wäre wirklich König gewesen Angst damit. Angst einflößend oder nicht? Schon, ja. Vielleicht ein bisschen Angst einflößend fürs Meer wäre gut, weil das sollte jetzt nicht mehr näher kommen. Das ist jetzt echt schon zu nah. Auf alle Fälle. Oh. Ist schon gut. Versuche ich die ganze Zeit, die See zu beruhigen, zu meinem Freund zu machen. Ja, wichtig. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Wichtig, ja. Ja, mittelprächtig. Mittelprächtig. Also Fischen hat ja echt was, muss ich sagen. Auch wenn meine Chancen hier extrem gering sind, aber... Das Wasser sieht so klar aus auf einmal. Wenn man nicht brutal von tausenden Moskitos attackiert werden würde die ganze Zeit. Da ist er! LOL! Scherz! Oh, Junge, halt! Holy shit! Ich dachte wirklich! Leider nicht. Ach, das Prinzip Mann. Ist super. Der wird dann da drin hängen und zack, habe ich ihn. Ja, na? Finde ich super. Mit fetten Köder drin, ja, könnte Ach, klappen. Mann. Vor allem, wenn das Wasser durchsichtig ist, wenn man genau sieht, wann er drin ist. Ich habe mich schon gefreut auf den ersten Fisch, den wir gefangen haben, Jens. Was ist denn das? Ein wunderschöner letzter Tag, ist in der Mittagssonne. Hier habe ich schon die Erde für heute Abend gesammelt. Richtig. Guter Lehm. Aber abseits dessen mache ich heute nicht mehr viel. Ja, verständlich. Einfach noch chillen, Energie sammeln. Ich sitze jetzt seit 1,5 Stunden so dran und ich kann mich nicht mehr bewegen. Mhm. Ist so krass. Sobald man einmal sitzt, sagt der Körper einfach: Wir bleiben jetzt so. Feierabend. Ja, das glaube ich. Also ich glaube, meine Grenze... Das ist aus dem Intro! Ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Das ist aus dem Intro einfach! Ist jetzt erreicht. Fast. Ich könnte noch einen Tag durchziehen. Ja. Aber der wäre wirklich, wirklich hart. Nein! Heute ist noch so, es geht. Okay, aber warte. Ich habe Bauchschmerzen, ich denke die ganze Zeit an Taco Bell, Bananenbier, Döner. Okay, aber er drückt nicht. Er meint jetzt noch einen Tag, weil morgen muss er ja nur bis Mittag durchhalten. Er drückt jetzt ja nicht. Aber morgen wird es ein Kampf. Okay, ja. Und was auch ein Kampf wird, wird heute die Tageschallenge. Ja. Okay. Und jetzt gerade schön warm. Boah, ich dachte echt, er drückt jetzt einfach, aber okay, easy. Aber nachts. Nachts wird hart. Und zieht. Wird hart. Ich habe gestern gefroren, ist unglaublich. Und ich hatte Jacke und T-Shirt an. Und dieses T-Shirt ist dick. Das heißt, im Worst Case kann ich wieder nicht schlafen. Hm. Also, die Sonne geht in ungefähr 2 Stunden unter. Und wenn man mich so ansieht, kann man sich's schon denken. Digga, ich werde Macher. Alle Kleidungsgegenstände Macher. Abnehmen, außer natürlich meine Unterhose. Gut. Respekt. Wir machen es kurz, denn ich bin ehrlich mit euch, die Sandfliegen zerstechen mich schon jetzt. Reib dich ein. Also. Reib dich okay. ein. Okay. Da ist das Ding. Krass, er hat alles abgegeben. Klein, ob das so smart war, ich weiß es noch nicht, aber ich habe ganz großen Respekt vor Joris. Ding ist abgegeben. Damit schmier ich mich jetzt erstmal mit Lehm ein. Ihr seht dann das fertige Ergebnis. Ach, sorry, dass ich lache. Ach man, aber geil. Ich bin so stolz, Junge. Er hat's echt durchgezogen. Krass. Was eine Maschine, Junge. Was ein Macher. Schön ist nicht, aber es funktioniert anscheinend. Sie hat keine einzige Sandfliege abbekommen. Was ein Macher. Naja, mal schauen. Alles abgegeben einfach. Kleine Ergänzung zu gerade eben. Ich habe noch ein bisschen besseren Lehm gefunden. Weiß ich nicht, ob das jetzt Lehm ist oder ob das Eigenproduktion ist. Der ist anscheinend fast rein. Den kann man wirklich ausquetschen und kneten und alles. Der ist super, den kann ich nämlich einfach hier so über offene Stellen drüber rollen und schon sind die wieder sehr dicht. Ja, aber das sieht perfekt. Ein bisschen eklig aus, aber ey, ich bin stolz auf Joris. Also immer wie er durchzieht, wieder ein bisschen ne? auffrischen, weil wenn der nicht Krass. Feucht ist, dann trägt er tatsächlich mehr ab, als dass er aufträgt. Aber an sich ein super geiles Tool und deutlich hochwertiger als vorher. Merkt man auch, ich bekomme fast keine Stiche mehr, aber... Geil. Es muss die ganze Zeit aufgefrischt werden. Sobald ich mich irgendwo hinlege oder bewege, ja, safe. Reißt das natürlich, sobald es trocken ist. Ne? Krass, er gibt alle Kleidungsstücke ab. Das ist insane von Joris. Oh, Freunde, kommen wir zum Fazit oder mein Fazit Geil. Zu Seven vs. Wild Staffel 2 auf einer einsamen Insel. Das kann ja nur gut ausfallen.
Aber lass uns das ein bisschen zusammenfassen. Also nehmen wir einfach die äußeren Gegebenheiten. Die Idee auf eine einsame Insel ist, glaube ich, das Beste, was man überhaupt haben kann, weil das ist so das typische Robinson Crusoe gestrandet sein. Ja, geiles Setting. Ich weiß nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Gar nichts. Also völliges Neuland. Eine mega Idee von außen von Fritz, muss man echt mal fettes Danke sagen. So viele verschiedene Charaktere reinzuholen, so viele verschiedene. Hat mega Bock gemacht als Zuschauer. Spezialgebiete, wo die Leute sind. Ja. Fritz ist Outdoor-Profi. Dann haben wir so einen Knossi, der damit gar nichts zu tun hat. Sascha Huber, Mindset mega stark. Ja. Voller, der Sport-Freak, was das angeht. Also richtig heftig unterwegs. Eine Nova, die früher mal sehr viel gemacht hat draußen, jetzt nicht mehr ganz so viel. Eine Sabrina, die sich neu in diesem Gebiet probiert. Ein Joris, der sich mit Pflanzen und Tieren auskennt. Und mich. Das heißt, mega geil, Team zusammen. Ja, auf jeden Fall, 100%. Dann Orga. Orga, muss man sagen, bis jetzt, abartig gut gemacht. Von A bis Z. Fettes Danke an Wandermut, die da richtig tatkräftig unterstützen. An Max, Johannes. Ich meine, es gibt so viele Namen jetzt da noch im Hintergrund, die den meisten noch eh nichts sagen werden. Irre. Fettes Danke, wie ihr das organisiert habt. Von Briefings, von Sachen, die wir durchbekommen haben, wie wir. Also an Infos, wie so eine Art Schulung, die wir gemacht haben den ganzen Tag, wo wir erst noch in Panama City waren. Dann wirklich krass. Ist alles perfekt vorbereitet von den Technik-Cases, alles super beschriftet, alles super durchgetaktet. Es ist also einfach, muss man echt sagen, Hut ab, Chapeau, von der Orga her echt heftig, heftig gut. So, dann die Insel. Mir gefällt sie richtig gut, konnte man nicht besser wählen das Ganze. Mir gefällt auch mein Spot. So, das zu den äußeren Gegebenheiten. Location mega, Idee mega, Orga-Team hammergut. Also besser kann es eigentlich nicht sein. Dann mein Feedback. Also für mich eine Wahnsinnserfahrung, weil ich war noch nie in den Gefilden hier. Venezuela ist nicht ganz so weit weg, aber nie alleine auf so einer Insel. In so einem Survival-Szenario mega Spaß gemacht. Die Tageschallenges sind super, super spannend gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wie wir alle abschneiden. Die waren schön abwechslungsreich. Das brodelt natürlich da in mir. Die waren echt schon abwechslungsreich. Und ja, ich nehme nur gute, positive Vibes mit. Ein bisschen Gedanken hatte ich mir tatsächlich gemacht wegen meinen Rückenschmerzen und was immer noch wieder reinzieht in den Gesäßmuskel und Oberschenkel. Das tatsächlich, dachte ich, hätte in diesen letzten 7 Tagen ein Kriterium sein können, um rauszufliegen, weil es einfach nicht mehr geht. Nicht, weil der Schmerz nicht aushalten kann, Schmerz kann ich gut aushalten, sondern eher der Gedanke, gibt das bleibende Schäden. Ja. So, deswegen das Erste, was ich morgen machen werde, ist bei Physio und Doc. Wir sollen uns eben alles mal anschauen, mir irgendwas reinjagen zur Not. I don't know, ich bin da kein Spezi. Ja. Unterm Strich kann ich nur sagen, Seven vs. Wild Staffel 2 für mich eine riesen, riesen Ehre dabei gewesen zu sein. Ich hat Bock gemacht von dort schon. Ich weiß heute noch, wie der Anruf von Fritz kam. Und ja, es ist, ich kann nur Positives sagen. Ich bin mega begeistert, ich finde den Spot geil. Ich fand, wie gesagt, alles geil, haben wir schon drüber gesprochen. Ich fühle mich sehr geehrt darüber, dafür. Und ja, vielen Dank, dass ihr alle die Videos anschaut. Supportet das Projekt, supportet sehr, sehr natürlich auch gerne Fritz, weil der hat es nicht verdient und sowas. Gibt auch vielen, was man auch oft gar nicht sagt, eine Chance. Sieh mal so ein Joris, war vorher ein, jetzt böse gesagt, No-Name, niemand kannte ihn. Oder kleinere Kanäle, wie meiner oder von der Sabrina. Nova oder von der Sabrina. Die pustet ihr dadurch in eine ganz andere Sphäre. Ja. Da kann man ruhig schon mal Danke sagen. Ist echt so, ist echt so. Auch cool gemacht, wenn man sonst drüber absteckt. Ne? Hat er nämlich nicht verdient. So, mit diesen Worten und dieser tollen Aussicht schließe ich mein Fazit. Alles bestens. Geil. Es gibt nichts zu meckern. Schönes Fazit vom Otto, Mann. Wieder tun. Sehr schönes Fazit von Otto. So, kommen wir nun zur Challenge, oder die letzte Tageschallenge. Challenge Nummer 7. So, ich überlege gerade, soll ich den Gegenstand auch noch dazu packen? Komm, wir packen den Gegenstand auch noch dazu. Meine geliebte Machete. Auch noch dazu. Alles rein damit, komm. Abfahrt. So, dann muss ich nämlich mal aufschreiben. Also Joris und Otto geben Anzahl alles ab. Anzahl der abgegebenen Kleidungsstücke. Soll ich jetzt eine Zahl aufschreiben oder soll ich einfach alle hinschreiben? Macher. Alle schreibe ich hin. So. Ich habe jetzt geschrieben, alle. So hart wie ich es brauche, könnt ihr es mir nicht besorgen. Schön große Fresse. Richtig.
Blombe ist dran, alles ist verpackt. Das Ding schaue ich nicht nochmal mehr an. Ja. Das wird krass. Das wird das jetzt kommt krass. Ein Technik-Case. Und schaut mal den Sonnenuntergang. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie die Nacht sein wird für die Leute. So ein Sonnenuntergang. Heute am letzten Tag belohnt werden mit so einem Wahnsinnsding. Echt schön. Die Sonne geht im Meer unter. Echt wunderschön. Vor einer kleinen Küste in Panama. Vor einer kleinen Insel in Panama. Schönes Statement vom Otto. Hat mich sehr gefreut. Schöne Worte hat er gefunden. Alle gelobt. War ein sehr schönes Statement. So, meine Lieben. Challenge Time. Die siebte. Die jetzt letzte. Freue ich mich drauf bei Knossi. Wie viele Kleidungsstücke gebe ich ab? Ein paar Socken. Kopfbedeckung und zwar die beste, die es weltweit gibt. Die war wunderschön, wirklich. Für alle Areas. Die war wunderschön. Fighting! Für alles! Okay. Zweiter Punkt. Meine beiden Handschuhe. Dritter Punkt. Schnittfest. Dritter Punkt. Beide Schuhe. Vierter Punkt. Vierter Punkt. Mein Hemd. Krass, ja. Fünfter Punkt. Fünfter Punkt. Moment, ich zieh mich kurz um. Ich guck nicht hin. Meine Hose mit Gürtel. Sechster Punkt, auch alles. Sechster Punkt, eventuell alles. Siebter Punkt oder sechster Punkt mit beiden. Alles abgegeben. Auch alles. Meine Regenjacke behalte ich. Okay. Sonst, wenn es echt... Ja, okay. Okay, okay, das finde ich aber gut. Das finde ich sehr vorbildlich von Knossi. Ich stehe hier völlig im Regen im Wasser. Ja. Finde ich vorbildlich. Der Regen ist relativ kühl. Sechs Punkte. Ich glaube, dass ich sehr krank werde. Er hat sechs Punkte, mitnehmen. Man könnte jetzt natürlich Risiko eingehen und sagen, das Wetter bleibt so, aber es zieht so schnell zusammen. Ja. Meine Regenjacke bleibt bei mir. Safe. Gute Entscheidung. Das sind meine Gegenstände. Sieben Gegenstände abgegeben. Genau, sechs, je nachdem, ob Gürtel zählt. Sechs bis sieben. Sehr gute Entscheidung. Oh, pass bloß auf, dass der Zahn nicht rausfällt. Fuck. Oh, ey, Jungs, Jungs und Mädels, meine Cam ist aus. Ich werde ganz kurz den Akku wechseln. Und ich mache einfach mal keinen Cut. Das geht super fest. Wir sehen uns. Ich finde es krass, dass Knossi wirklich auch so viel abgegeben hat. Das hätte ich nicht gedacht im Vorhinein, muss ich ganz ehrlich sagen. So, guck mal, da sind wir doch schon wieder. Ich hatte jetzt gerade ganz doll Angst, dass seine Brücke rausfällt. Die war auf der Seite, glaube ich sogar, ne? Da hatte ich gerade ganz, ganz kurz ein bisschen Angst bekommen. Okay. Verblummt. Das war's. Krass. Meine Challenge. Geil. Mein Ball! Nein. Das ist halt einfach wirklich so wie... Ah ne, das ist der Ball. Okay, nicht Greenie. Aber ich habe letztens Castaway erst gesehen, weil ich so Bock hatte durch Seven Wars Wild. Und da ist auch halt der Ball ins Meer gekommen einmal. Mein Ball! Pazifik! Bring meinen Ball! Ich komm runter, Ball da oben. Hat dann erwischt. Gute Reise! Mag ein anderer, sehr viel Spaß mit dir haben, Ball! Ich bin morgen auch weg! Mein Ball ist ganz weit hinten. Jetzt kommt ein neuer kleiner angespült. Lol, das ist der Kreislauf Was des Lebens. Was ist das für ein Tausch? Kreislauf des Lebens, Junge. Das ist eine Schande! Was ist das denn? Abzocke, Pazifik! Das ist Abzocke. Kreislauf des Lebens, leider, was soll ich sagen? Damit gehe ich aber zu Kabel 1. Achtung, Abzocke! Lass den Typen mit der Glatze einmal rübergucken! Ach, Knossi. So, der Moment ist gekommen. Ich liebe diesen Mann, was soll ich sagen? Ich liebe diesen Mann. Ich bin ja sicher, Sascha. Wenn einer noch drin ist, dann bist du's. Ja, er hat recht. Die Sonne geht unter, Sashi. Sashi. Wenn ich dich noch einmal hören würde, wir haben gedacht, dass es wirklich funktioniert. Es ist so süß. Wir haben so oft miteinander telefoniert vor dieser Show. Knossi hat jeden Abend, wenn die Sonne untergeht, wirklich an Sascha gedacht. Geben, ne? Wir uns ein Zeichen. Jeden Abend hat er an ihn gedacht. Sascha! Gru! Gru! Jeden Abend. Gru! Mehr Power habe ich. Leider nicht mehr. Alles strengt das an. Das war so schön. Jeden Abend hat Aber Knossi wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, an ihn gedacht.
Sascha, morgen sehen wir uns. Hoffentlich. Wenn ihr jetzt drüber nachdenkt. Hier war, als ich am letzte Woche hier hinkam, war hier Ebbe um die Uhrzeit. Ja. Hier verschiebt jemand was. Hier wird an der Erde gedreht. Das Wasser ist echt immer härter geworden, immer doller geworden. Letzter Abend. Das Gewitter da hinten. Es blitzt die ganze Zeit da hinten. Boah, aber es müssen wir doch jetzt wirklich in deren Nacht noch antun. In meiner letzten Nacht. Immer wenn ich mit der Kamera drauf halte, natürlich kein Blitz. Zeig's doch mal den Leuten nochmal. Ja. Ich sehe nicht, ob das kommt. Wenn das kommt, das wäre Jarak. Das wäre echt ganz schlimm. Das wäre wirklich ganz fatal. Fritz noch wieder hier am Basteln. Okay, sagt ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10. 10. Wie schön findet ihr? Ist schon eine 10. Diese Wicklung. Ist schon eine 10. Muss ich sagen. Ist doch richtig satisfying. Ja, also wer auch einen privaten Bondage-Kurs braucht, meldet euch bei mir. Ich rufe an. Ganz tief drin im Game. Ich merke das schon. Ich freue mich drauf, Fritz. Privater Kurs, private Stunde. Danke. Yes. Schnüre und Knoten sind schon was Feines. So, meine kleinen Zuckerschnuten. Ich finde schön, dass wir von jedem so ein Statement bekommen nochmal am Abend hier. Gerade in der Mache. Das heißt, wir geben jetzt final ab. Die Boxershorts ist ja außen vor, hieß es. Die genau. Sollen wir da behalten. Mhm. Ich habe mir die unten ein bisschen zugebunden. Ihr seht es hier, weil ich da meine Füße reinmachen werde. Oh, smart. Das heißt, die behalte ich, die ist eh aus der Wertung. Ansonsten habe ich mich dazu entschieden, zwei Sachen zu behalten, um durch die Nacht zu kommen. Okay. Ich hoffe, das ist kein... Okay, also auch da hat zum Beispiel Knossi mehr abgegeben dann rein theoretisch. Aber Fritz war natürlich auch viel, viel mehr am Frieren. Fehler, weil letzte Nacht hatte ich deutlich mehr an. Und Knossi hat halt auch sein Moskitonetz noch so. Ich habe meine lange Hose an, sonst nichts. Mhm. Und meine Regenjacke. Okay. Das sind die zwei Sachen, die ich behalte, plus die Boxershorts. Die zwei besten Sachen, die er sich hätte nehmen können. Bis zur Abholung. Mein eines Paar Stiefel. Wirklich super smart, die beiden Sachen. Eins. Die größtmögliche Fläche. Mein paar Socken. Zwei. Meine Cap. Drei. Mein Hemd. Vier. Mein Gürtel. Okay, ist die Frage, ob der Gürtel zählt, ne? Weiß man natürlich jetzt noch nicht. Fünf. Und meine Handschuhe. Sechs. Okay. So, das wird jetzt gleich noch verblombt. Aber vorher muss ich das natürlich ja noch eintragen und die Blombe rausholen. Anzahl der abgegebenen Kleidungsstücke. Sechs. Krass, Knossi hat 7 abgegeben, dann mit Gürtel quasi. Zack, er ist rum. Uki ist versiegelt. Krass, und Otto und Joris. Ich nicht mehr ran. Klar, ich kann es aufreißen, dann kriege ich aber 0 Otto und Joris haben dann 8 abgegeben. Damit sind ne? alle Challenges durch, alle gemacht, alle eingetragen, alle abgegeben. Geil. Jetzt steht noch die 7. Nacht bevor. Die wird hart. Und. Die wird hart, glaube ich. Morgen die Abholung. Krass. Es fühlt sich gut an, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. Da können wir ja offen drüber sprechen. Trotzdem auf jeden Fall krasse Erfahrung, definitiv viel dazugelernt. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was die anderen erlebt haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wer final alles wirklich durchgekommen ist. Ich auch. Also, die 5, die jetzt drin sind, sage ich, kommen auch durch. Weil ich wüsste nicht, es sei denn, die Nacht wird halt wirklich. Wenn das Gewitter kommt, dann kann man drüber reden, dass sich vielleicht jemand in der Nacht abholen lässt. Aber. Es ist krass, es sind 5 Leute noch drin, ne? Morgen ein riesen Aha-Moment. Aber bis dahin sind es noch ganz, ganz einige krass. Stunden. Und 5 Leute sind noch drin einfach. Die letzten 24 Stunden, also ganz grob halt gesagt, ne? Die ziehen sich natürlich wie Sau. Weil ja, man natürlich eigentlich mit seinen Gedanken schon längst zurück ist, bei den anderen Kandidaten, bei was Geilem zu essen, bei einem schönen Bettchen, einer Dusche. Ja. Ich weiß, auf eine Sache, die ich mich schon besonders freue, das war letztes Jahr auch so, und zwar verschiedene Geschmäcker. Erleben. Oh ja, das glaube ich. Das habe ich letztes Jahr sehr genossen. Das glaube ich. Einfach von jedem wieder ein Stück essen. Ein Stück Käse, ein Stück Schokolade, ein Stück Mohrrübe, ein Stück Apfel. Alles mögliche. Einfach ja, das glaube ich. Geschmäcker zu haben. Es geht gar nicht um die Masse, um den Magen voll zu kriegen. Der ist eh mittlerweile nach 7 Tagen völlig verkrumpelt. Verkrumpelt einfach, um mal wieder ja. geile Geschmäcker zu ja, haben. Ja, da, und vor allen Dingen duschen, sauber machen, Bett,
Musik, Serie. Tee, Mann, einen Schluck Cola. Ja, ich, da gehe ich in alles rein. Ja. Da gehe ich in jedes Junkfood rein, um mal wieder einen kleinen Geschmack zu haben. Geil, ja, aber freut mich. Das glaube ich, dass es geil wird. It's a final countdown. Diddle-diddle. Diddle-diddle. Das ist so ein Silvesterlied, oder? Ist das so ein Silvesterlied? Ich habe das Gefühl schon, dass es so ein Silvesterlied ist. Fritz war die menschliche Kann Jukebox. Kann ich mir bitte den Hahn schlachten? Danke. Fritz war menschliche Jukebox, diese Staffel auch ein bisschen, ne? Einfach menschliche Jukebox. So, wie viel gibt Sascha ab? Er meint, er gibt nichts ab. Okay, Freunde. So sehe ich jetzt aus. Und jetzt würde ich sagen, jetzt alles abgeben. Rein in mein Outfit. Für die Nacht. Bis morgen. Bis sie mich abholen. Let's go. Und zwar, Freunde, ich gebe alles ab, bis auf meine Regenjacke und die Hose. Okay, krass. Also genauso wie Fritz. Sascha geht echt nochmal all in. Der Rest kommt weg. Und das ist sozusagen mein Outfit für die Nacht. Das Gewitter zieht rüber. Das Gewitter zieht, glaube ich, echt rüber. Das wird nochmal richtig gut nass. So. So da. Und jetzt? Damit hätte ich nicht gerechnet bei Sascha. Durch die zwei Dinger. Damit hätte ich nicht gerechnet, sage ich. Ich glaube, das funktioniert so. Krass. Einfach da rein. Hört ihr das? Ich sehe nichts, aber höre viel. Zack, zack. Verblombt. So, und ihr seht, perfekt verschlossen. Beide Teile, beide verblombt. So sieht's aus. Das hätte ich nicht gedacht bei Sascha, ne? Ah, der Pferdeshalber, ich habe gerade noch gesehen, ich habe meinen scheiß Gürtel nicht eingepackt. Den habe ich hier liegen gelassen. Naja, gebe ich da rein, gebe mir gerne den Punkteabzug. Aus Prinzip lasse ich den aber natürlich auf alle Fälle da drin. Ja, der ist auch für nichts nötig, also. Ja. Ah ja. Ich hoffe, den Punkt bekommt er. So. Jetzt dann schon langsam ins Bett begeben. Und einfach nur hoffen, dass ich ewig schlafen kann. Irgendwie. Trotz der ganzen Attacken. Aber ich bin so gespannt auf die letzte Nacht, ne? Ich vermute, jetzt so schnell geht's. Sitze ich jetzt hier schon ungefähr, ja. Was ist es? Es ungefähr regnet, ja, es regnet. 10 Meter, 20 Meter von meinem Shelter entfernt. Hier im Wald, auf dem Seesack, der noch natürlich verblombt ist, aber ja, kann natürlich passieren, dass es irgendwie runterreißt die Nacht, keine Ahnung. Muss nämlich immer hin und her siedeln da und durch das Gebüsch ein bisschen Dickicht rein, damit ich nicht die höchste Stelle bin, nicht direkt am Meer bin. Ja, aber es spielt jetzt alles keine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist jetzt einfach überleben. Und krass, ja, Mann. Einfach überleben. Man hört das Gewitter aber, ne? Also das Gewitter kommt. Boah, das ist schon hart. Ja, es ist noch mitten in der Nacht, es ist stockfinster, aber ich glaube, ein kleiner Tropenregen hat nochmal Bock. Ist jetzt noch entspannt, das Dach hält auch noch dicht, es schüttet auch nicht aus Eimern, aber meistens ist das ja jetzt eher das Vorzeichen, in 10 Minuten knallt es dann richtig. Mal gucken, ist auf jeden Fall schon seit Stunden im Hintergrund am Donnern und am Blitzen. Ja. Wäre ja auch langweilig, wenn die letzte Nacht jetzt einfach nochmal normal verlaufen würde, oder? Wenn das easy peasy wäre, ne? Wäre ja langweilig. Da muss zum Schluss muss noch was abgehen. Und wer hätte es geahnt? Es ist natürlich nicht dicht. Später, ja. Es geht wieder los. Ja. Kacke, Mann. Noch? Sieht noch ist okay. Okay aus. Wenn es so ein bisschen nieselt, okay. In 10 Minuten haben wir wieder einen rauschenden Bach. Und ich sag mal so, zum Thema Dach und wie dicht das ist. Schwierig. Naja. Ich gebe mir 15 Minuten, dann bin ich klitschnass. Und es ist kalt. Und ich habe nur 2 Klamotten an. Ja. Ja, ich denke mal, so in 3 Stunden ist das wieder vorbei. Das war eine Sache von Sekunden, muss man jetzt noch aussetzen. Muss man akzeptieren. Okay, Fritz hat seinen Humor aber nicht verloren, muss man sagen. Er hat seinen Humor nicht verloren. Das finde ich gut. Aber wie ihr seht, das Dach schützt schon ein bisschen. Klar, es tröpfelt überall durch. Ja, aber draußen safe. Ist halt richtiger Sturzregen. Ist auf jeden Fall gut. Keine Frage. Aber der Punkt ist, nach einer gewissen Zeit bist du eh durch.
Also genauso auch hier drin. Oh, wie sieht's bei Knossi aus? Kacke. So, da ist er, die letzte Nacht. Jetzt sagt gar nicht an. Bis jetzt kein Sturm, kein Regen. Ich hab nur gerade echt was und was wirklich. Wie sagt man? Unerfreuliches entdeckt. Oh nein. Irgendein Ausschlag eitrig. Oh nein. Oh nein. Zwischen Schniedel. Oh nein. Und Popolo. Oberschenkel. Oh. Wenn nicht, dass mich da irgendein Wurm gebissen hat. Oh nein. Ich kann es euch ja nicht zeigen, aber. Oh nein. Ich hatte heute schon so einen blutfressenden Wurm am Fuß. So einen kleinen weißen. Zieh ich den ab, merke ich, der zieht Blut. Oh nein. Was ist denn das hier? Oh shit. Naja, er hilft nichts. Morgen gleich zu den Ärzten. Oh mein Gott, wie? Alle Wunden abchecken. Auch noch eine doofe Stelle halt, ne? Wundlecken, alles. So, das ist also mein Kacke. Setup for the last evening. Ihr wisst Bescheid, hier ist meine Jacke. Die genau, kennt ihr ja. Unverändert. Jetzt als Kissen und falls es regnet, decke ich mich damit zu. Geil. Alter, das ist geil, ne? Das ist gut. Das ist smart, ja. Und den anderen auch. Eins ist klar. Geht hier die Sonne auf, pack ich hier alles zusammen, aber ruckzuck und stehe dann da unten. Ja, yeah, safe. Yeah. Durchgehend. Ja. Ich weiß ja auch nicht, wann die mich holen. Boah, wie cool, Junge. Ich freue mich so. Ich freue mich so aufs Abholen. Alles, was ich mir gedacht habe, meine ganze Kleider, die ich im Dschungel gebaut habe. Und dann war's das mit Seven Worlds Wild. Krass. Und ich bin so gespannt, wer das von den anderen auch geschafft hat. Oh. Also diese Gefühle, die man hier vor hat. Vor allem die anderen denken ja nicht, dass Knossi noch drin ist. Also wahrscheinlich denken sie es halt nicht. In keiner anderen Show. Und ich das ist halt krass. Shows, dass man hier für sich allein kämpft, Challenges macht, keine Ahnung hat, was mit den anderen ist. Und auch so hart alles ist, ne? Ist krass. Stolz. Unheimlich stolz. Kann auch sein. Ich liebe euch alle sehr. Auch die Leute von der Survivor-Community, die mich am Anfang nicht mochten, oder? Die haben ihn lieben gelernt, sage ich. Die haben ihn lieben gelernt. Müssen sie. Leute, jeden Mensch einfach Mensch sein lassen, ne? Er hat sich das so ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Mache ich ja bei euch auch. Und ich hoffe, ich habe vielleicht nicht euren Erwartungen entsprochen, aber ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit mir. Er hat alle Erwartungen, also er hat die Erwartungen nicht erfüllt, er hat sie gesprengt. In diesem Sinne, morgen ist Weihnachten. Tschüss! Ey, das war schön. Ja, komplett Totalschaden. Oh nein. Alles regnet. Hm. Blitz. Hm. Da bin ich froh, dass ich die Regenjacke 100%. Nicht in den Sack verplant habe. Ja, ja. Das war echt, ey, also ich... Ich finde, ich habe alle Entscheidungen in der Woche gut getroffen. Ich finde auch, ehrlich. Wirklich. Von Umziehen nach oben. Gegenstände, die ich dabei habe. Gegenstände auch. Bis hin zu diesen Dingern in den Challenges, finde ich, habe ich alles gut getroffen. Jetzt pisst hier. Ich stehe hier unter Palmi. Das ist echt kacke. Jetzt überlege ich halt total krank. Wäre die Show gestern zu Ende gegangen, hätten wir einen Tag vorher angefangen. Hätte es in gutem Wetter geendet. Oh, solche Gedanken darf man sich nicht machen, ja. Kann man nicht ändern jetzt. Wissen. Ey, ich habe Aussetzer im Kopf. Wirklich. Komplett Aussetzer. Ja, ist alles nass. Ja, dann leckt mich doch am Arsch. Wie ihr aber das seht. Alles okay, es ist wirklich richtig klitschnass. Ja. Genau. Klitschnass, ja. Ja. Eigentlich könnte ich die Hängematte jetzt abhängen, aber jetzt ist auch scheißegal. Soll sie noch mal schön vom Tropenregen gewaschen werden. Scheiße. Ich weiß nicht, wann die Sonne aufgeht, aber hoffentlich bald. Und hoffentlich machen die nicht einen auf. Oh, wir lassen die jetzt noch da stehen und sitzen. Hoffentlich kommen die schnell. Das würde mich sehr freuen. Tschüss. Es ist wie Weihnachten. Heute werde ich abgeholt. Das ist unfassbar, diese Vorfreude.
Ich kann diese Freude ich freue mich auch früher. So doll. Wir gehen in Urlaub mit Mama und Papa. Ja, das ist, glaube ich, das Feeling. Morgen ist Weihnachten. Ja. Ich habe Geburtstag. Genau das ist es alles. Ah. Krass. Ja. Ist auch geil, dass jetzt einfach noch eine Qual wird. Das ist geil. Das ist so. In guten Dokus ist das so. Das ist geil, dass das jetzt noch eine Qual ist. Das muss so sein. Digga. Sonst wäre es zu einfach. Man muss sich jetzt durch noch eine Nacht quälen. Das ist einfach geil. Ich glaube, das wird so cool, wenn die anderen sehen, dass Knossi noch drin ist und Sascha noch drin sind. Und auch die Abholung allgemein, wo das, das Orga-Team, wenn die mit Knossi und so reden. So. Ich hab's irgendwie umgedreht. Richtig cool. Boah, alles hart. Das muss so sein. Das ist wichtig. Ja. Das ist richtig so. Ich lieb's einfach. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Wahrscheinlich nicht. Aber er beißt dich so durch. Wahrscheinlich würde ich sowas nicht nochmal machen. Aber einmal, once in a lifetime. Krass. Oh, ich habe so ein Kribbeln vor Freude. Das ist das Gefühl, wenn du was geschafft hast. Das ist, das verstehst du, das kannst du nicht mit Geld kaufen. Das ist einfach. Und das möchte ich auch mal den Leuten nochmal mitgeben auf dem Weg. Ich habe nie irgendetwas in meinem Leben für Geld gemacht. Ich bin nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das merkt man bei Knossi aber auch. Das merkt man, finde ich ganz diese krass. Diese Dinge zu machen. Ja. Wenn ihr nur denkt, oh, das bringt jetzt Geld, dann bringt dann ihr das nicht. Es nicht erfolgreich sein. Ja. Glaubt mir das. Ihr müsst die Dinge von Herzen einfach wollen. Ja. 100%. Und was bringt einem jedes Geld der Welt? Wenn du mit 70, 80 auf dem Sterbebett liegst und nochmal an die Momente zurückdenkst. Und alles kacke war, oder? Es wird bestimmt nicht eine Zahl auf dem Konto sein, nee. Die dich mit Glück erfüllt, sondern es wird das sein, was du erlebt hast. Ciao. Schönes Endresümee nochmal von Knossi, finde ich. Das war sehr schön. Bis vor ein paar Sekunden bin ich hier noch komplett drinne gelegen, eingekuschelt in Styropor, aber ich kann nicht mehr, wirklich. Ich zitter am ganzen Körper, ich musste einfach muss nur aufstehen, alles hat gejuckt, alles hat gebrannt, alles hat gezogen. Ich habe gezittert, es geht nicht mehr, der ich Mann bin ist, kaputt, der hat wirklich. Sich und das Problem ist, es ist noch nicht mal volle Flut, doch, es ist noch nicht mal volle Flut. Er muss den Sack aufmachen. Bis Sonnenaufgang sind es noch 3 Stunden oder so. Ich könnte kotzen. 3 Stunden, in denen ich jetzt komplett frieren muss, bis die Sonne da ist und endlich ins warme Wasser kann. Es ist so krank, es ist so krank. Aber er ist auch komplett nackig, ne? Ich friere so brutal, es ist ganz, ganz schlimm. Ganz nackig, bis auf Unterhose. Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bräuchte echt ein Feuer. Ja. Fuck, ich hoffe, die kommen heute einfach nicht um 13, 14 Uhr. Krass, er macht den Sack noch nicht auf. Er macht den Sack noch nicht auf. Das wäre ganz geil. Die Sonne ist immer noch nicht da. Aber was da ist, ist die Flut. Das heißt, die kommt bis unter mein Shelter. Es hat bis gerade eben noch gestürmt in Strömen. Boah. Glücklicherweise ist mein Shelter immer noch trocken. Was für eine Horrornacht, aber ne? Aber jetzt kommt das Wasser von unten. Mir ist arschkalt, die Stechmücken zerstechen mich die ganze Zeit und boah, ey, ich bin so froh, wenn das jetzt alles ein Ende hat. Ich kann nicht mehr, mir ist so kalt und es ist einfach nur noch ekelhaft und boah. Ja, also auf Deutsch, ich habe 10.000 Insektenstiche. Das glaube ich. Ich bin komplett unterkühlt, ich zitter schon seit 8 Stunden. Man hört es auch, wie er redet. Nee, seit 12 oder so, keine Ahnung. Seit auf jeden Fall gestern 18 Uhr, seitdem die Sonne untergegangen ist. Und, wie soll ich sagen, ich kann einfach nicht mehr, ich bin so am Arsch. Ich habe nicht geschlafen, keine Sekunde. Jetzt ist auch noch die Flut da, die macht mich gerade von unten schön nass. Ich hab keinen Bock mehr, wirklich. Boah. Ich sag, also ich glaube, Joris könnte den Sack noch aufmachen in der Nacht. Weil das, bevor es zu gefährlich wird. Und auf der anderen Seite haben wir Otto, der genauso wenig anhat wie Joris. Und er macht sowas. Der Mann macht sowas. Blitz, Donner. Donner ist sehr schlimm und Regen ohne Ende.
Ich muss oben meinen Ausguck quasi die Position verlassen. Mitten im Regen hier unten noch das an die andere bauen. Krass, okay. Mir ist sau kalt. Ich habe zum Glück hier so eine alte Plastiktüte zum Zudecken gefunden, unter der kaue ich mich zusammen. Boah, das ist schon hardcore. Das war vielleicht eine ganz schön dumme Entscheidung zu sagen, ich gebe alle Klamotten ab. Das ist echt krass gewesen. Die Regenjacke hätte ich ja echt was mit Schutz gehabt, aber so. Und die Plastiktüte ist auch kaputt, die ich habe. Boah. Krass. Aber egal, ich wollte das so. Er freut, er lächelt auch noch drüber, Junge. Humor, das war trotzdem lacht. Aber es ist einfach krass. Heavy, ja. Cool, nachts hat da, glaube ich, noch nie geregnet. Und dann sehe ich die Blitze am Horizont, nachdem der Packsack zu war. Ja, die letzten 24 Stunden, die müssen nochmal richtig reinhauen. Die werden richtig reinhauen, ja. Das Ganze nicht wirklich Seven vs. Wild. Jetzt regnet es auch noch. Und das ist der Donner. Ja. Ah, das ist so super. Wir geben nochmal richtig Gas auf die letzten Meter, aber so richtig Vollgas so auf die letzten Meter. So richtig viel zu viel. Mit allem, was die Natur zu bieten kann, hat. Das ist jetzt heavy. Jetzt so diese hier auf dem Meer, der Regen. Tja, meine Höhle kann ich gerade nicht, denn da ist gerade Hochwasser. Mhm. Oh, es fängt voll an zu schütten. Mhm. Noch hält das ein bisschen was aus, die Blätterdächer. Der Mann ist halt bis auf die Unterhose nackt. Yep. Im Regen. Und ich war schon kurz davor zu rufen, Odin, ist das alles, was du zu bieten hast? Lieber nicht. Nein, er hat noch mehr zu bieten. So, ich lieber nicht. Ein. Es regnet. Vorne kurze Info, an dieser Stelle ist leider meine Aufnahme abgebrochen. Ich habe es nicht gesehen. Wir hatten noch 3 Minuten quasi, also 1 Minute der Folge und 2 Minuten, die ich am Ende noch geredet habe, wo ich basically einfach jetzt nochmal nachholen möchte, dass wir jetzt keinen wichtigen Content hier verpasst haben noch. Ansonsten habe ich nur gesagt, ich finde es krass, dass noch 5 Leute drin sind. Was insane ist. Ich freue mich super doll auf die Abholung, auch wie das Orga-Team reagieren wird, wenn die mit dem Boot ankommen und sehen, dass halt 5 Leute noch drin sind, das wissen sie ja logischerweise, aber wenn sie sehen, wie die Leute sich durchgeboxt haben, wie die Leute abgeholt werden und halt ganz besonders auf die Reaktion der anderen Kandidaten, bin ich gespannt, weil die ja gar keine Ahnung haben, wer noch alles drin ist. Sorry, dass jetzt die letzte Minute quasi der Folge fehlt. Ich hatte erst Angst, dass alles weg ist, aber zum Glück nur der letzte Rest irgendwie konnte nicht gespeichert werden. Freunde, ich bin mega happy, dass wir das hier noch zusammen gucken können. Ich freue mich unfassbar doll auf das ganze Behind-the-Scenes-Material, was wir noch haben und natürlich auch auf die letzte Folge mit der Abholung, die super emotional wird, denke ich. Ich hoffe, ihr habt heute einen wunderschönen Tag. Bleibt alle so fresh und gut aussehen. Sorry nochmal jetzt für das abrupte Ende hier. Wir sehen uns. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer, Freunde, und ciao.